Willkommen zur CodeRage Deutschland und mein Name ist Holger Flick. Der Olaf Monin und ich, wir halten zusammen eine Session zum Thema Delphi-Apps als Docker-Container bereitstellen. Und erstmal kann sich jetzt der Olaf selbst vorstellen, wie er in der Community involviert ist seit Jahren. Ja, hallo Holger. Ja, schön, dass wir uns hier heute treffen zum Docker-Seminar, also alles über Docker. Ja, wer mich nicht kennt, mein Name ist Olaf Monin, bin seit vielen Jahren als MVP und Embarcadero-Partner und auf diversen Veranstaltungen und Roadshows und so weiter und so fort unterwegs. Bin ja, wie Holger auch, schon seit frühen Delphi-Versionen mit dabei und habe schon so manche Delphi-Version gesehen und es kommen ja immer wieder neue Technologien raus in Delphi oder auch um Delphi herum. Heute beschäftigen wir uns mal nicht mit Threads oder mit irgendwelchen Grids und so weiter, sondern wir haben ein Thema rausgesucht. Ja, der Holger hat es im Hintergrund, denn den Hafen mit vielen Containern, die da rumstehen und warten, dass man sie benutzt. Genau das wollen wir heute mal schauen, was das auf der Software-Ebene denn so macht. Docker-Images und Container, was hat das alles so zu sagen und was haben wir in der Delphi-Welt davon? Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Thema, was wir hier mal besprechen wollen. Und zu meiner Person noch ganz kurz, wie der Olaf gerade sagte, ich bin auch ein Delphi-Benutzer der ersten Stunde seit Delphi 2 dabei, zu Schulzeiten noch bei mir und habe dann auch bei Borland in der QA-Abteilung gearbeitet zu Studentenzeiten und habe dann Trainings gemacht und Konferenzen und im letzten Jahr, was macht man auch sonst, wenn man zu Hause bleiben muss, ein paar Bücher geschrieben zum Delphi-Thema, da kommen wir gleich noch ein bisschen zu. Und anderswertig bin ich auch tätig für die Firma TMS, einer der größten, würde ich sagen, Drittpartei-Komponentenhersteller für Delphi. Und ich präsentiere die als Evangelist auch auf diversen Konferenzen und Webinaren und so weiter. Aber weiter zum Thema, weniger zu mir. Ich werde jetzt mal den Bildschirm teilen, damit wir die Folien sehen. Ursprünglich hatten wir geplant, der Olaf und ich, das ja in Person nebeneinander zu machen, aber leider ist dann die Pandemie erneut dazwischen gekommen, sodass wir das jetzt doch auf diesem Wege per Zoom machen müssen. Ich hoffe, das ist trotzdem einigermaßen spannend für die Zuschauer. Ja, klar. Also ich meine, letztendlich, wir machen ja schon jetzt seit einer ganzen Weile nichts anderes, irgendwie alles online. Ich bin irgendwie 2019 irgendwie jeden Monat mit Reisekosten im drei- bis vierstelligen Bereich unterwegs gewesen und Anfang 2020 ist das dann quasi auf null eingebrochen und auf einmal geht alles irgendwie online mit Zoom, Skype. Also wir haben ja mittlerweile schon ein bisschen Übung, solche Sachen zu machen. Also sollten wir das, denke ich mal, ganz gut hinkriegen. Ja, du hast die Folie mal hier aufgelegt. Wir wollen uns natürlich mal als erstes einen Überblick verschaffen, ein bisschen die Themen, die Fachworte, die es da so drumherum gibt, ein bisschen besprechen. Was ist eigentlich Docker oder wer ist Docker? Was braucht man? Was gibt es da für wichtige ja, Fachworte, die irgendwie immer wieder durch die Gegend geworfen werden? Da versuchen wir mal so ein bisschen Ordnung reinzubringen. Ja, und dann gucken wir uns mal ganz konkrete Beispiele an. Was kann man tatsächlich damit wirklich anfangen und wie nutzen wir das dann hinterher auch mit Delphi an? Dann haben wir so ein paar Ideen und Beispiele vorbereitet, um einfach mal so ein bisschen ja, das Ganze für diejenigen, die da noch nie was mit zu tun hatten, die das Ganze ein bisschen zu motivieren und vielleicht einfach mal Lust darauf wecken, da selber mal reinzuschauen und die ersten Hürden so ein bisschen zu nehmen. Ja, nicht nur die Hürden zu nehmen, sondern auch einfach so die generelle Ausrichtung, oh, Docker, das ist was, ich bin Delphi-Entwickler, ich lese da so viel drüber, das hat was mit .NET zu tun und das kann für mich ja nicht relevant sein. Das ist nur für große Firmen, die das für riesengroße Projekte brauchen. Und unser Anliegen ist eigentlich mehr, dass man sehr schnell erkennt, dass das selbst, ich entwickle die meisten Projekte nicht im Team, sondern alleine Beispiele. Und selbst für mich hat Docker in den letzten Wochen und Monaten wirklich eine riesen Zeitersparnis bedeutet, wenn man einfach ein paar Kommandos, man muss ja nicht das komplette Produkt nutzen, man kann sich ja die Sachen rauspicken, die man braucht.
zum Stil dieses Vortrages doch etwas, weil es vielleicht im ersten Moment ein bisschen ungewohnt erscheint, dass es nicht eine Session ist, wo man erst Folien bekommt, ein Demo und dann noch ein paar abschließende Worte der Zusammenfassung. Sowohl der Olaf als auch ich haben in den vergangenen Wochen häufig an Tea, Coffee and Code teilgenommen. Das ist von Embarcadero in den USA eine wöchentliche, manchmal ist auch mal eine Woche Pause, aber eine wöchentliche Veranstaltung von 2 Stunden, wo man einfach ja mit einer Tasse Kaffee über Dinge, die Delphi betreffen, sprechen. Und das hat sich als sehr, sehr, sehr erfolgreich herausgestellt, dass man nicht zu tief in die Dinge reingeht, sondern dass man auch den Zuschauern die Möglichkeit gibt, Fragen zu stellen und selbst die Dinge zu erforschen und nicht einfach konkrete Beispiele zu reproduzieren. Und die Möglichkeit, Fragen zu stellen, das fehlt auf dieser Folie ein wenig, haben Sie natürlich am Ende auch. Sowohl der Olaf und ich sind nachdem wir diesen Vortrag beendet haben, dann für Fragen bereit. Genau, also wir haben das jetzt natürlich vorproduziert. Das ist ein bisschen jetzt hier dem Format geschuldet, dass wir es jetzt nicht live machen. Wir sind in unterschiedlichen Zeitzonen, das ist alles ein bisschen kompliziert. Aber auch diese, ich nenne es mal Gesprächsrunde, wie wir sie jetzt hier aufbauen. Ich glaube, es ist wirklich ganz interessant, weil man von wir haben jetzt zwei Leute, die sich mit dem Thema hier auseinandergesetzt haben, einfach mal einem Thema nähert und auch ganz unterschiedliche Sichtweisen mitunter auf die Dinge entwickelt und dadurch so ein Thema ganz gut, glaube ich, überblickt oder besser sogar überblickt, als wenn man sich da so ein bisschen alleine nur mit befasst. Wir haben beide unterschiedliche Hintergründe und das ist dann, glaube ich, immer ganz interessant. Es ergänzt sich immer schön. Ja. Was Sie lernen, was wir versuchen zu präsentieren, das ist natürlich klar. Was ist Docker? Die Terminologie habe ich schon angedeutet, dass es da so ein paar Worte gibt, die immer wieder durch die Gegend schwirren. Was ist Docker nicht? Wie ist die Abgrenzung zu anderen Systemen? Was braucht man, um Docker laufen zu lassen? Und natürlich, wo sind konkrete Anwendungsbeispiele zu sehen und wie kann man das in eigenen Projekten letztendlich dann einsetzen? Da wollen wir uns ein bisschen drüber unterhalten heute in den kommenden, wie lange werden wir hier uns unterhalten? So zwischen 60 und 90 Minuten. Das ist so das Ziel, glaube ich, was wir haben. Wir gucken mal, was wir da draus machen. Genau, und der... Ja. Olaf wird damit beginnen. Man merkt, wir sind ein wenig in verschiedenen Zeitzonen versetzt. Es ist ein gewisser Lag da. Das heißt, man merkt manchmal nicht, wenn der Partner kommentieren möchte oder die Folie vorstellen möchte. Wir beginnen mit der Datenbankentwicklung mit SQLite. SQLite, die Theorie ist, es ist eine dateibasierte Datenbank, die lokal auf dem Rechner läuft. Also als Unterschied zu den relationalen Datenbankmanagementsystemen, die auf einem Server laufen. Und der Olaf hat da eine VCL-Windows-Anwendung vorbereitet für den Desktop. Genau. Ich meine, die Idee, die ich da ursprünglich hatte, ist, wir machen häufig Webinare, Seminare und so weiter. Da hat man immer irgendwie Demo-Anwendungen. Und oft natürlich, wir sind in der Delphi-Welt und in der Delphi-Welt macht man irgendwie immer mit Daten. Und wenn diese Demos halt transportierbar sein sollen, ist es natürlich praktisch, wenn man irgendwie eine Datenbank hat, die jetzt nicht großen Zirkus braucht, damit man die aufsetzen kann, weil jeder hat ja zu Hause auf seinem Entwicklungsrechner wieder irgendeine andere Datenbank. Der eine hat Firebird, kennt sich damit aus, der andere hat, was weiß ich, einen MS-SQL-Server und der nächste hat einen MySQL und dann noch die 37 anderen Datenbanken, die auch noch alle draußen existieren. Von daher ist SQLite immer praktisch für solche Demos. Ich verwende also in meinen Demos in der letzten Zeit häufiger SQLite, weil da braucht man keine Voraussetzung. Das heißt, also ich brauche wirklich nur die Datenbankdatei, die kann ich vorbereiten und die FireDAG-Komponenten können einfach direkt auf eine SQLite-Datei, ist es ja eigentlich nur, zugreifen. Ich brauche keine DLLs runterladen, das ist alles fertig in Delphi drin. Das funktioniert, ich sage mal, mit den 10er-Versionen relativ stabil. Wir sind jetzt hier, wenn also unsere Demos hier mit 10.4.2 zeigen, da funktioniert das einwandfrei. Und also auch wie gesagt, mit etwas älteren Versionen ist das ganz gut alles reproduzierbar. Und deswegen ist SQLite sehr praktisch. Und Und auch das Datenbank-Framework, was wir verwenden, FireDAG,
bietet sich vor allen Dingen auch deshalb an. Der Olaf hat es schon gesagt, man hat keinerlei Abhängigkeiten zu irgendwelchen Bibliotheken oder Datenbanktreibern. Das Einzige, was man bei SQLite braucht, ist eine DLL, aber, und deshalb kann man das wirklich so sagen, dass keine Abhängigkeit mehr besteht. Seit einigen Delphi-Versionen kann man diese Bibliothek sogar dynamisch mit in die Exe-Datei reinbinden. Das heißt also, man behält wirklich eine Exe-Datei und die Datenbank mit übrig. Und gerade wenn man an ja, nicht nur Demonstrationen oder so, also ich habe in der Industrie hin und wieder mal den Wunsch gehabt von Kunden, zwar eine Datenbank zu verwenden, aber dass man wirklich nur die eine Datei auf dem Memory-Stick oder so weitergibt. Und eine SQLite-Datenbank, also Top-Beispiel Produktkatalog. Ja? Da wird man jetzt sagen, macht man doch heutzutage alles im Internet und so weiter. Aber gerade wenn man international denkt, ist Internet vielleicht nicht immer die beste Lösung dann in dem Moment für einen Produktkatalog. Und einen Memory-Stick, den gibt man einfacher weiter. Und die SQLite-Datenbank kann man sogar in die Exe-Datei als Resource einbinden und dann extrahieren. Also man kann wirklich, wenn man möchte, ein komplett Embedded-System bauen. Sehr, sehr einfach. Und deshalb bietet sich SQLite einfach hervorragend an und FireDeck auch. Warum reite ich so auf FireDeck herum? Weil das angesprochene Tea Coffee Encode, da wurde FireDeck ein wenig kritisiert, dass man doch immer noch die Anbindung an die jeweiligen Datenbankbibliotheken hat. Und deshalb hebe ich das ganz ausdrücklich hervor, dass bei SQLite wirklich diese DLL wunderbar auch automatisch per Komponente, wir können es gleich auch mal zeigen, mit reingebunden werden kann. Genau. Also es ist auch wirklich der Default. Also man muss nichts verstellen oder so. Diese DLL, die du angesprochen hast, die ist per Default oder wird per Default tatsächlich einkompiliert. Das ist der Standard. Ich müsste jetzt tatsächlich auch überlegen, wie man es einstellt, damit die nicht mit einkompiliert wird und das irgendwie extern gehalten wird, was irgendwie möglich ist, aber das ist so ein Ding, da will ich mir gar keine Kopfschmerzen drüber machen, weil es funktioniert einfach out of the box und wir können einfach so eine Anwendung weitergeben. Also das ist hier diese kleine, ja, unser CRM-System, nennen wir es mal ganz brutal, haben wir Monate dran entwickelt. Naja, es ist halt nur eine Tabelle hinter und damit es ein bisschen nach was aussieht, halt ein Grid und ein paar DB-Controls, also alles Standard und wirklich keine großen Geheimnisse hinter. Wenn du in das Datenmodul gehst, da sieht man auch schon die Komplexität der gesamten Anwendung. Oh. Das wäre eben dann ich meine, ein bisschen was muss ja sein. Ne? Also eine Connection haben wir und eben unsere Abfrage auf die Customers. So, diese Connection ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt, warum wir uns überhaupt über SQLite jetzt hier Gedanken machen. Und du hast dort die Voreinstellung oder das haben wir jetzt hier so konfiguriert. Das greift jetzt zu auf diese SQLite-Driver-ID, die da oben eingestellt ist. Dadurch konfiguriert sich im unteren Bereich sozusagen konfigurieren sich diese verschiedenen Parameter, die es da gibt. Da gibt es eigentlich nur einen Parameter oder zwei Parameter, an denen man rumfummelt. Das ist einmal dieser Locking-Mode. Den sollte man auf Normal stellen, weil der Default ist exclusive. Und exclusive ist immer so ein bisschen lästig, weil dann wird diese Datenbankdatei, die wir oben angegeben haben, von dem Prozess, der das jetzt dann starten wird, gesperrt. Das ist dann gerade beim Entwickeln doof, weil wenn man das dann in Delphi aufhat, also in der Entwicklung, und dann gleichzeitig die Anwendung debuggt, dann gibt es immer ein Problem, dass beide Prozesse nicht gleichzeitig auf die Datei zugreifen können. Das kann in einer Produktivumgebung gewünscht sein, dass also wirklich nur der Prozess, der diese Datenbankdatei verwenden soll, auch Zugriff erhält und jeder andere gesperrt wird. Das mag in bestimmten Fällen Sinn machen, aber jetzt hier für unsere Zwecke oder für die meisten Zwecke ist dieser Locking-Mode auf Normal eigentlich praktikabler. Ja, und oben hast du jetzt für die Entwicklung halt den lokalen Pfad auf die Datenbankdatei angegeben. In deinem Fall halt ganz normal auf dem Desktop, beziehungsweise ich weiß gar nicht, das sieht mir mehr nach meiner Entwicklungsumgebung aus. Ich weiß jetzt nicht, ob dein User auch Test heißt. Also ich habe es also auf meine Testumgebung gebaut. Das ist eigentlich dort oben jetzt so einzustellen, damit man jetzt auch jetzt bereits beim Entwickeln die Datenbank mal aufmachen kann. Also du könntest jetzt da mal reinklickern und das mal auf deinen Pfad einstellen, damit es auch in der Entwicklung funktioniert. Ich weiß gar nicht, wo du es liegen hast, wenn du da einfach mal reingehst. Ah,
War schon vorgearbeitet, sehr schön. Ich habe zwei Monitore, deshalb Genau. konnte ich jetzt, während du geredet hast, ein bisschen schummeln. Was ich auch noch ansprechen möchte, Genau. ist dieser Journal Mode. Das ist auch etwas, wo man sich ziemlich mit reinreiten kann, ohne dass man eigentlich weiß, was es ist. Wenn man, das ist wirklich etwas, das ein, ja, wie es dort so steht, Journal geführt wird über die Aktionen oder Aktivitäten, die auf dieser Datenbank passieren. Und dadurch, gerade wenn man viele Operationen drauf fährt mit Einfügen und Löschen und so weiter, wird die Datenbankdatei immer größer, immer größer. Und das ist etwas, was besonders wichtig ist, wenn man viele Datensätze sehr schnell einfügen möchte. Selbst wenn man moderne Technologien wie zum Beispiel das Array DML verwendet, wo man halt sehr große Datenpakete schickt, die dann viele Datensätze auf einmal einpflegen. Und man sich wundert, Mensch, mit anderen Datenbanken geht das doch so schnell. Warum dauert das mit SQLite so lang? Das ist doch nur auf meiner Festplatte, das muss doch noch niemals über irgendwie übers Netzwerk gejagt werden. Das ist der Grund. Das Journal Mode, das ist wirklich so, wenn man so an Microsoft Word Textverarbeitung denkt oder so, man kann rückwärts gehen, ohne dass man eigentlich ja, groß mit Transaktionen und so weiter arbeitet. Das heißt, es wird immer mitgepflegt, welche Aktionen passiert sind. Und wenn man das Ganze nicht haben möchte, man hat verschiedene Möglichkeiten. Memory ist, dass dieses Journal nur im Speicher geführt wird. Hat natürlich auch den Nachteil, wenn ich große Datenmengen habe, dass ich dann gegen meinen Speicher arbeite. Und wenn ich weiß, dass ich sowas nicht brauche, schalte ich es einfach aus. Oder wie hier der Olaf, der hat, es ist, glaube ich, die Standardeinstellung, die lädt. Deshalb ist es nicht gelb Es ist der, die Standard, hervorgehoben. genau. Das ist der Standard. Übrigens, rechts in diesem Grid sieht man immer die Standardeinstellung. Das ist bei FireDuck eigentlich ganz praktisch. Wenn man da irgendwas verstellt hat, kann man immer schnell schauen, wie war es denn ursprünglich mal. Ne, das ist da immer aufgeführt, wie es ursprünglich ist. Es ist nur eine nette kleine Funktion. Bei sehr komplexen Einstellungen ist es manchmal hilfreich. Genau. Ja, Und das ist dieser Journal Mode ist so ein bisschen das Logging, was es bei anderen Datenbanken gibt. Ne? Das ist so ein Mechanismus, der es erlaubt, eben Transaktionen wieder zurücklaufen zu lassen. Das ist tatsächlich sehr praktisch. Aber wie gesagt, du hast völlig recht. Da kann man dran optimieren, wenn man da mit vielen Einfügeoperationen arbeitet, sollte man sich dann in dem Moment mit auseinandersetzen. Ja. Du hast es eingestellt, das heißt, wenn du da jetzt mal ausprobierst, ob sich das connected, sollte das Ding direkt connecten. ja, eine andere Kannst Einstellung du eine hast du auch Connection? perfekt, perfekt direkt deaktiviert. Das, was Genau. mich immer viel, viel Ärger kostet, Login Prompt, wer das überlegt hat, dass man das per Standard auf True setzt, keine Ahnung. Das ist auch false, dass halt keine ja, Meldung kommt, Benutzername, Passwort. Die gibt es nämlich bei, ich glaube, die gibt es nicht. Kann man wirklich so ganz pauschal sagen, Benutzer, Passwort Ja, gibt es bei also SQLite nicht in dem Anmeldeszenario. ja, in dem Sinne nicht. Also du kannst verschlüsseln und so weiter, dann gibt es natürlich wieder Parameter dafür, aber diesen Standard-User-Login gibt es nicht. So, Genau, Doppelklick auf wenn du die da jetzt einfach mal Query. irgendwo auf. Ja, da ist jetzt halt einfach so ein ganz primitives Ding, was irgendwie ein Select auf die Customers macht und ja. Nach dem Nachnamen, Vornamen und dem Firmennamen den Suchbegriff abgleicht. Das ist ganz einfache Kost hier. Das wenige Nichts wissen, dass Besonderes. dass die Keine. Parameter wirklich auch einstellbar sind zur Designzeit. Das Richtig. vergessen viele. Genau, Also, das. du hast gerade zu mir Ja. gesagt, stell doch mal bitte die Datenbank ein, dass wir darauf arbeiten können. Aber obwohl du hier einen Parameter verwendest, kann ich den tatsächlich mit Standardwerten belegen. Und du hast ihn hier auch mit einem Standardwert belegt, like Wildcard Sternchen. Ja, das Genau. Prozentzeichen ist ja Sternchen, sodass alles sozusagen Genau, zutrifft. dass wir einfach mal die Daten sehen. Wenn du jetzt ein Execute machen müsstest, ist eigentlich schon, ja, man sieht, da kommt alles zurück. Klar, die Last Name ist, keine Ahnung, 200 Zeichen oder was auch immer. Das heißt also, da kommt wirklich alles zurück und ja, funktioniert. Also es ist nichts einzustellen, wenn du das jetzt kompilierst und so weiter, kommt eine Exe raus, eine Datenbankdatei und ja, das Programm läuft dann wirklich direkt. Eine Kleinigkeit, die gerade beim Zugriff auf SQLite manchmal ja nicht Kopfzerbrechen, aber wird immer wieder diskutiert, wie machen wir das? Das ist da im Connection, im On-Before-Connect der Connection geregelt.
Da muss man natürlich irgendwie zur Laufzeit auch sagen, wo liegt denn die Datenbankdatei? Das ist natürlich irgendwie eine Vereinbarung. Wir könnten sie in das Exe-Verzeichnis legen, habe ich jetzt mal nicht gemacht, sondern ich habe das halt daran orientiert, dass die SQLite-Datenbank im Source-Verzeichnis jetzt liegt, weil das dann auch entsprechend in GitHub mit eingecheckt wird, ist es halt ein Demo und so weiter. Wie man das jetzt praktischerweise in einem realen Projekt hält, ja, das bleibt jedem selbst überlassen. Aber praktisch ist es halt wirklich in diesem On-Before-Connect diesen Pfad zuzuweisen, wenn man genau weiß, da muss das Ding jetzt liegen. Man könnte ja auch jetzt hier noch eine INI-Datei auslesen und aus der INI-Datei schließen, wo denn jetzt die Datenbankdatei liegt. Das sind so Sachen, die man sehr gut hier in diesem On-Before-Connect machen kann. Naja, und damit der Leser sozusagen hier, wenn er das ausprobiert, nicht völlig vor die Wand fährt, habe ich da mal so eine Exception eingebaut, die auch den Pfad listet, wo denn jetzt gerade gesucht wird, damit man eine Chance hat, das Ding auch richtig einzustellen. Was gut, mir an dem Beispiel sehr gut gefällt, ist einfach, dass der Olaf hier auch die T-Path und T-File, also ja. das sind halt die neuen Klassen, die in Dev, es sind ja keine Klassen, ich sage immer Klassen, es sind keine Klassen, die neuen Records, sind Records. Die zur Verfügung genau. stehen. Und das Tolle ist, man kann einfach, also für jedes Konstrukt, was ich in Legacy-Projekten sehe, wie Pfade miteinander konkateniert und Forward Slash, Backward Slash, was es da alles gibt. Und heutzutage können wir einfach in Delphi tpath.combine und dann von Komma getrennt einfach den Dateinamenanteil und dann den Pfadanteil, dann wird das konkateniert. Anwärter für schlechteste Name aller Zeiten in der, ja, ist es RTL? In der RTL ist Get Library Path. Das hat so viel wie mit einer Bibliothek zu tun. Ja. Also das ist der, das ist der Pfad zur Exe. Das liefert uns den Pfad zur Exe-Datei. Ich habe selbst nicht geglaubt, als ich das Buch geschrieben habe und dann das mal nachgeguckt habe, was das Ding denn eigentlich zurückgibt. Ich habe das nie benutzt, weil ich habe immer weiterhin Param-String 0 und dann den Pfad davon abgezogen, weil ich dachte, es gibt ja nichts für den Anwendungspfad. Und dann bin ich irgendwann mal in der Dokumentation über Get Library Path gestolpert und habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Liegt halt daran, dass das ist das Einzige, wie ich es mir erklären kann. Es kam, als Embarcadero die macOS-Sachen und so weiter geschrieben hat und die Linux-Sachen. Und alles bei Mac ist ja dann eigentlich wie eine Bibliothek oder so. Und dementsprechend, daher kommt es wohl. Aber ich finde es... Es kommt ursprünglich. Es ist auch, es ist halt plattformneutral, oder cross-plattform, wie man es jetzt formulieren mag. Und wenn wir auf iOS-Umgebungen sind zum Beispiel, da funktioniert das dann auch. Ja. Und da sind das eigentlich, da sind das keine richtigen Verzeichnisse, sondern sind das so quasi ZIP-Dateien, in der dann wieder eine Exe drin liegt. Also und das ist dann jetzt so gebaut, dass es halt auch auf den Plattformen geht. Na gut, das sind so kleine Details. Vielleicht der eine oder andere hat es noch nicht gesehen. Naja, gut, das hat alles noch nicht viel mit Docker zu tun, aber wir haben gesehen, naja, der Holger hat sich das von mir einfach, hat sich diesen Quellcode geholt, wir haben das konkret hier über ein GitHub ausgetauscht und es war jetzt für den Holger kein großes Problem, das ans Laufen zu kriegen. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn, wenn wir diesen ganzen... Achso, wir haben es noch nicht, ja, wir müssen noch beweisen, dass es funktioniert. Du kannst mal nach Holger suchen. Ja, ich glaube, es gibt keinen Holger in der amerikanischen Datenbank. Mach mal ein Enter. Oh mein Holger Gott. Ja, das ist mein kleines Easter Egg. Den gibt's auch. Aha. Genau. Ja, man muss ja irgendwas zeigen können. Genau. Nein, Matthias, tut mir leid. So viel Zeit war nicht. Du kannst aber nach MVP mal gucken, dann sollten zwei Leute auftauchen. Ja. ja, gut. Kleine Spielerei am Rande. Ja, also es funktioniert, also es ist halt eine triviale Abfrage auf so eine kleine Tabelle. Wollen wir auch nicht auf die Tabellenstruktur großartig eingehen. Und ja, man kann da unten rechts dann auf einen Edit drücken und kann die Daten editieren. Das ist jetzt also erstmal disable, dann drückst du da drauf, dann kannst also einfachste Sachen kann jetzt jeder dran rumspielen und wie auch immer das alles so zusammenhängt. Gut, das sind aber gar nicht die Themen, mit denen wir uns ja hier befassen wollen. Jetzt ist ja die Frage, okay, das funktioniert soweit. Aber eigentlich wollte ich ja vielleicht was zeigen, was irgendwie mit einem MS-SQL-Server zu tun hat. So, der Holger
entwickelt gerne Sachen mit MySQL, hat jetzt also einen MS-SQL-Server nicht sofort griffbereit, müsste den sich jetzt möglicherweise installieren und runterladen und konfigurieren. Dann muss ich eben eine Backup-Datei schicken oder irgendwie ein SQL-Skript, was jetzt diese Demo-Daten da zur Verfügung stellt. Oder eben auch jetzt hier an euch oder an die ganzen Teilnehmer jetzt hier von so einer Präsentation, damit die das nachvollziehen können, muss ich jetzt jeder irgendwie einen SQL-Server runterladen, muss ich auseinandersetzen, naja, da welche Lizenz braucht man da jetzt und welche Edition? Alles machbar, aber alles lästig, nur um eine Demo zu zeigen. Genau. So. Also die Idee wäre natürlich jetzt, wir legen da jetzt einfach eine zweite Connection drauf und wir geben da an MS SQL. Wir müssen uns halt drum kümmern, wo kriegen wir ein MS SQL her? So, und da kommt man jetzt ganz langsam an das Thema Docker heran. Ne? Ich habe natürlich jetzt hier einen lokalen MS SQL Server. Das heißt, ich kann mir jetzt einfach da eine MS SQL Connection drauflegen und los geht's. So. Ich habe jetzt hier, ich muss jetzt gerade überlegen, ich habe mehrere Geschichten hier. Also ich habe typischerweise für die meisten Sachen eine Express-Edition, die ist kostenlos. Also problemlos verwendbar, kann man auch bei Kunden verwenden, alles prima. So, ich kann aber auch eine Developer-Edition verwenden, die ist auch kostenlos, hat ein paar mehr Features, darf ich aber nicht produktiv verwenden. Der Kunde hat dann möglicherweise eine Enterprise-Edition, hat dafür viel Geld bezahlt und ja, weiß auch dann, wie das Ganze einzurichten ist. So, jetzt ist die Idee Docker. Was ist denn jetzt Docker? Naja, ne, dann müssen wir uns jetzt mal unterhalten, was ist jetzt eigentlich Docker? Docker ist eigentlich eine Firma, muss man erstmal sagen. Eine Firma, oder es war mal eine eigene, es war eigentlich ursprünglich mal wirklich nur ein Open-Source-Projekt. Ist mittlerweile auch eine Firma drumherum gewachsen, die das Produkt mit Support und so weiter verkaufen möchte oder auch effektiv verkauft. Aber es gibt selbstverständlich auch Docker-Versionen, die man kostenlos verwenden kann und womit man auch schon eine ganze Menge tun kann. Über Docker kann man jetzt etwas tun, was wir eigentlich ja schon sehr lange tun können. Ne? Also ich weiß jetzt gar nicht, wie dein Windows oder dein Delphi, ob das jetzt auf einem physischen Rechner läuft oder auf einer VMware. Ich selber habe ja hier als Arbeitsgerät ein Mac und logischerweise meine Delphi-Version läuft dann auf einer VMware, auf einer VMware Fusion, die ich hier habe, tut einwandfrei. Das heißt, ich könnte jetzt hergehen oder auf die Idee kommen zu sagen, naja, ich baue mir jetzt eine virtuelle Maschine, da installiere ich dann ein Microsoft SQL Server Express Edition hinein, kopiere die Datenbankdatei dazu und ja, das Ganze ist natürlich dann Windows 10, klar, ist dann halt so und das kriege ich sicherlich ans Laufen. Dann haben wir aber irgendwo ein VMware-Image, das wird sicherlich so wenigstens 20, 30 Gigabyte haben. Davon müssen wir wahrscheinlich erstmal ausgehen. Wenn ich es packe, kriege ich es vielleicht runter auf 10 Gigabyte, keine Ahnung. Wenn ich also nicht wirklich für dein Windows. Ach so, du hast recht, ich brauche noch eine Lizenz. Also ich brauche eine Lizenz für Windows, weil ich kann ja nicht einfach eine Windows-Version jetzt hier an unsere Teilnehmer schicken. Also es geht lizenztechnisch nicht, dass ich jetzt hier irgendwie so eine Windows-VM bereitstelle, auf der nichts drauf ist, nur ein Windows. Alleine das ist schon lizenztechnisch nicht in Ordnung. Ne? Also das ist schon ein Riesenproblem. Und dann kommt natürlich das Problem, wäre ich überhaupt, selbst wenn ich jetzt quasi für alle eine Lizenz kaufen würde, keine Ahnung, vielleicht geht das. Enterprise-Lizenzen oder was es, oder firmenweite Lizenzen ja, gibt es ja. Genau, bestimmt. So, aber dann muss ich ja jetzt da auf das Ding auch noch einen Microsoft SQL Server draufpacken. Was ist denn mit dem mit der Lizenz? Da habe ich selbst die kostenlose, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich die nicht redeployen darf. Also, ja, und das vor allen Dingen funktioniert. Genau, das Virtualisieren ist ja teilweise auch schon ein Problem lizenztechnisch. Und einen Faktor hast du im Moment noch gar nicht reingepackt, die Zeit. Weil jeder, also selbst wenn ich jetzt für richtig. Jede, wenn wir nur über eine Version sprechen und eine Edition sprechen und ich die installiere, wenn ich eine virtuelle Maschine eine Woche oder zwei Wochen später wieder starte, dann höre ich natürlich immer die Experten sagen, ja, ich habe eine Firewall, die sperrt das Ding aus dem Internet raus. Das ist mittlerweile einfach eine unrealistische Einschätzung meiner Meinung nach. Es kommen dann erstmal ein paar Windows-Updates und es kommen dann auch erstmal ein paar andere Updates für den Datenbankserver. Das heißt, das System, was ich vor drei Wochen hatte,
habe ich zu dem Zeitpunkt dann garantiert nicht mehr. Und der Olaf spricht immer von einer Version. Und das ist genau der Knackpunkt, was ich als Entwickler immer wieder habe. Im Moment ist das Jahr 2021. Ich glaube, aktuell ist der Microsoft SQL Server 2019. Und ich baue jetzt meine Software damit. So, gebe die an ein paar Kunden weiter, entwickle meine Software natürlich weiter. Und irgendwann kommt dann eine neue Version von Microsoft, die Version, sagen wir mal, 2022 oder was auch immer kommt. Und mit der entwickle ich als Entwickler natürlich weiter, weil ich möchte meine Software auf dem aktuellen Stand halten. Und dann kommt ein Kunde von ein paar Jahren vorher und sagt, ich habe aber noch eine Datenbank mit der alten Serverversion und ich habe das folgende Problem. So, und dann fange ich natürlich an, wenn ich mit virtuellen Maschinen arbeite, okay, ich cross meine virtuelle Maschine raus, heutzutage Speicherplatz ist kein Problem mehr, wenn man sich entsprechend organisiert, kriegt man das auch alles hin. Aber trotzdem muss ich dann ja diese virtuelle Maschine mit der alten Datenbankversion nehmen und es ist auf alle Fälle Aufwand, weil ich bei Quelltext, und das ist eigentlich so das, was ich hier so als Analogie verwenden möchte, Olaf, wenn man jetzt an den Quelltext denkt, dann würde man ja sagen, okay, ich brauche jetzt die Version, die damals kompatibel mit dem vom Kunden war, aus dem Jahr, wann der Kunde seine Version gekauft hat, dann würde man sein Versionierungssystem auschecken, eine extra Version für den Kunden auf dem Stand, was er gekauft hat, damit man genau weiß, was jetzt gerade da bei ihm passiert, weil ich kann ja, meistens ist es ja so, ich kann ja nicht die neue Programmversion mit der alten Datenbank fahren, das geht ja meistens nicht. Und ich möchte ja das System rekonstruieren, was beim Kunden im Moment ist. Das heißt, mit SVN oder Git, kein Problem auf Delphi-Seite, das kriege ich hin. Aber dann mit dem Datenbankserver sehe ich da schon eher ein Problem. Gerade wenn es dann so Software gibt, die sich automatisch updatet, ohne dass ich es eigentlich merke. Es ist schwierig, die Version hinzubekommen. Also man kann bei Microsoft auch nicht, ich hoffe, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, jede einzelne Version wieder runterladen, jeden einzelnen Release-Cycle, den es dort gab. Also selbst mit virtueller Maschine, wenn ich gut organisiert bin, ist es nicht einfach. Es ist viel Aufwand. Auch klar, der eine oder andere Entwickler sagt dann, naja gut, ich installiere mir jetzt hier den Microsoft SQL Server 2019 auf die gleiche Maschine, wo auch von mir aus der Server 2014, das ist erfahrungsgemäß einer, der sehr viel auch noch verwendet wird, drauf. Da ist aber immer dieses Problem, können die überhaupt zusammen existieren? Oft eben nicht, alleine schon, weil die dann nicht mehr auf dem gleichen Port laufen können. Also es ist ein riesen Aufwand. Und auch mit den virtuellen Maschinen, selbst wenn man hier, ich habe hier so ein relativ kleines Laufwerk, da parke ich ganz gerne virtuelle Maschinen drauf. Das Ding hat 2 Terabyte, ist eine SSD, ist hinreichend schnell, kann man echt viel mitmachen. Aber selbst 2 Terabyte, wenn ich mir jeden Krempel aufbewahre, wenn ich dann verschiedene Server-Varianten mit zig verschiedenen VMs, das Ding kriegt man auch irgendwann voll. Das ist so wie mit dem Keller, der 10 Quadratmeter hat und der voll ist. Und dann zieht man um, hat einen 30 Quadratmeter Keller, der ist genauso schnell voll wie der vorherige kleine Keller. Das ist so dieses Phänomen, wenn man Platz hat, kriegt man den Platz auch mit Krempel vollgestellt. Also es geht darum, dass man das so ein bisschen reduziert und irgendwie vielleicht sogar so eine Mechanik hat, die so ein bisschen funktioniert wie Software-Versionierung, Source-Code-Versionierung. Das ist ja mittlerweile, muss man ja sagen, in Delphi bei den Entwicklern auch relativ breit mittlerweile in der Masse angekommen. Ein paar Jahre zurück, kann ich aus Erfahrung sagen, habe ich bei vielen Kunden noch, sagen wir mal, proprietäre Systeme, vorsichtig formuliert, gesehen, wo eben dann versucht wurde, über ZIP-Dateien, über Netzverzeichnisse einzelne Versionsstände zu sichern. Das war natürlich alles sehr, sehr mühselig damals, aber mittlerweile mit SVN, das, was ja vor einiger Zeit kam, aber inzwischen sind die allermeisten, glaube ich, zu Git übergewandert. Klar, es gibt dann auch noch Mercurial, was von einigen verwendet wird, auch ein leistungsfähiges System, aber ich glaube, ich hänge mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass Git da doch irgendwo die Oberhand gewonnen hat und einfach die breite Masse mittlerweile das verwendet. Es ist leistungsfähig. Ich kann mir entweder das Ganze selber hosten oder eben bei Microsoft GitHub oder eben bei der Konkurrenz bei Atlassian ein Bitbucket-System hinstellen.
oder ich gehe eben zu GitLab, um jetzt die drei großen genannt zu haben. Nein, wir werden von denen nicht bezahlt, wir bekommen von denen nichts geschenkt. Das ist also keine Werbung, keine bezahlte Werbung. Funktioniert, man muss sich ein bisschen auseinander mitsetzen. Und wer jetzt mit Source Code gearbeitet hat, weiß, okay, ich kann jetzt auf die Kundenversion vom letzten Jahr, die Version 2.1.1 zurückgehen, kann mir den Source da genau angucken und weiß ganz genau, wie das funktioniert. Der wünscht sich natürlich so etwas auch für seinen, zum Beispiel für seinen Datenbankserver. Und da kommt jetzt endlich Docker ins Spiel. Ne? Genau. Also, und Docker, das ist sowas, ja. Das ist sowas wie eine kleine virtuelle Maschine, ne? Genau, also bei Docker haben wir sogenannte Images und jedes Image ist halt ein bestimmtes Produkt. Und wie wir es von der Versionierung her kennen, haben wir Tags, ja, also im Deutschen würde man sagen Markierungen, um in den Images bestimmte Versionsstände oder verschiedene Varianten zu markieren. Und das wird in der Regel dazu benutzt, um verschiedene Programmreleases zu markieren zu diesen Images. Und man findet also im Internet, wir werden gleich genau sagen, wo. Es gibt also eine große zentrale Registrierung für Docker-Images. Man ist natürlich niemand daran gehindert, sich selbst was aufzubauen, firmenintern. Ist auch durchaus üblich. Ne? Also das ist, also es genau. Gibt auch bei Amazon gibt es Registries, also, aber wir werden dieses Docker, Standard-Repository sozusagen zeigen, ne? Genau, und was GitHub, so habe ich mir das gemerkt am Anfang, was GitHub für Quelltext und Sources ist Docker Hub, genau, nur mit Docker vorne vor, für Docker-Images. Und man kann halt jedes dieser Images mit Parametern konfigurieren. Das hört sich jetzt erstmal ziemlich abstrakt an, aber und diese konfektionierten Images, wie wir es so schön genannt haben, sind dann die Container. Das heißt also, stellt man sich jetzt vor, man hätte ein Image für einen Microsoft SQL Server, dann ist ein Parameter, nimm die Version 2019 und richte mir das Passwort für den Super-User auf MasterKey 4711 oder so ein. Dann ist das schon ein weiterer Parameter zur Konfektionierung. Und in dem Moment, wo ich alle diese Parameter, es gibt also erforderliche Parameter und es gibt auch optionale Parameter, wenn ich alle diese gemacht habe und sage, okay, gehen, und dann wird das Image zum, was man hier bei mir im Hintergrund sieht, zum Container, der praktisch dann eine mögliche Repräsentation des Docker-Images ist. Und auch hier hilft die Vorstellung, die wir alle mittlerweile als Delphi-Programmierer total verinnerlicht haben, Klasse, Objekt. Eine Klasse hat verschiedene Eigenschaften und in dem Moment, wo ich eine Objektinstanz habe, so ist es, wenn ich bei Docker vom Image zum Container, das ist so, was ich mir auch als Analogie gemerkt habe vom Konzept her. Genau, in anderen Foren oder wo man da gerade so nach Dokumentation schaut, wird auch ganz gerne davon gesprochen, dass das Image ist der Blueprint, also der Bauplan. Und der Container ist dann quasi die lauffähige oder die laufende konkrete Instanz dieses Bauplans. Also genau wie du gesagt hast, Klasse zu Instanz ist das dann hier entsprechend das Image zu einem Container, also Vorlage und dann das konkrete Ding ist dann der Container. Das ist also so quasi das Ding. Ja, und jetzt kommen wir, du hast jetzt hier schon diesen Docker-Hub geöffnet. Das ist also sozusagen diese zentrale Registry, wie man das manchmal nennt. Oder hier schreiben sie Library. Also da sind also Tausende von Vorlagen, von Images gesammelt, die man sich jetzt herunterladen kann. Bei Git sprechen wir ja, wenn man so ein Git-Repository runterlädt, da sprechen wir ja von einem Clone. Dass man geht ja auch bei GitHub irgendwo her, sucht sich da irgendwas zusammen, was man braucht, sagt, okay, mach mir einen Clone auf mein lokales System und hier kann man genauso natürlich bei Docker Hub schauen und suchen, was man gerade so braucht und man wird das da runterladen und hier, um den Begriff auch direkt mal ins Feld zu führen, da sprechen wir dann gleich von einem Pull. Der Pull ist also das, was bei Git der Clone ist so ein bisschen. Ne? Das kann man am ehesten vielleicht vergleichen. Ja, genau. Du hast jetzt hier schon auf Explore geklickt. Ein paar lustige Container. Mhm.
Da werden dann natürlich so ein paar most popular Images beworben. Ich behaupte mal, dass das nicht nur von den Downloadzahlen abhängt, sondern vielleicht auch so ein bisschen von der Sponsoraktivität der jeweiligen Parteien, die dahinter hängen. Genau, was ich wirklich gerade merke, Olaf, wie saublöd das ist, sorry, dass ich blöd sage, aber es ist wirklich so, die schreiben in den Titel Container, aber es ist eine Liste ja, von stimmt. Images. Ja, das ist tatsächlich, ist mir noch nie aufgefallen. Stimmt, das ist eigentlich völliger Blödsinn. Das ist zum Start, wenn man loslegt, vollkommener Blödsinn, weil ich habe keine Container, ich habe ganz das sind Images. Klare Images und die Container, nicht um die, um sie alle zu verwirren, aber die Container kann ich nämlich wirklich hinterher dann auch im Internet zur Verfügung stellen. Thema Testen von Software und so weiter. Ich kann dann alles schön als Container ins Internet hochladen. Der Kunde oder ein anderer Entwickler lädt sich diesen Container runter und kann dann mein Szenario direkt dann nutzen. Das heißt, meinen vorkonfektionierten Microsoft SQL Server oder Oracle Server oder was auch immer hier alles zur Verfügung steht. Es ist tatsächlich spannend, weil es ist mir wirklich noch nie aufgefallen, dass da oben Container steht und links steht Images, Official Images, rechts steht Images. Also das ist sehr spannend. Ja. Na gut, vielleicht hat sich da irgendjemand was bei gedacht, wir wissen es nicht. Aber wir sehen jetzt hier gerade natürlich, da sind natürlich jetzt auch schon direkt große, spannende Images, die man sich da angucken kann. Oracle Database Enterprise Edition. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass das jetzt komplett kostenlos ist. Also wer jetzt denkt, ach, um Gottes Willen, wir haben da so 100.000 Euro für unsere Oracle-Lizenzen bezahlt, für eine Enterprise-Edition, damit die auf 32 Cores laufen darf. Nein, natürlich nicht. Auch hier hängen natürlich Lizenzen hinter. Und du hast jetzt mal nach Microsoft geschaut, Microsoft SQL Server, also auch Microsoft hat dort einen Bereich eingerichtet, wo dann Images zum Thema SQL Server liegen. Und da sehen wir jetzt da unten auch schon deine angesprochenen Tags. Ne? Also ja, da oben, genau, du hast da oben schon mal das Pull, da wird also direkt, genau, also da muss man gar nicht lange überlegen, wie das funktioniert. Ne? Da kann man einfach rechts auf Copy drücken, da hat man schon komplett das Kommando, um sich das herunterzuladen. Das ist wie bei GitHub, da ist ja auch rechts oben der Knopf Clone. Da muss man auch nichts mehr nachdenken, da macht man auch nur ein Copy and Paste und hat sofort das Ding auf der eigenen Platte. Genauso funktioniert das hier auch. So, jetzt gucken wir uns mal diese Tags dort an. Genau, man sieht das 2019 und 2017. Warum fängt man erst bei 2017 an? Ja, vorher, Docker ist relativ neu. Das ist der Grund. Ich weiß jetzt, das sind ja auch nur die gefeaturten. Also es gibt tatsächlich noch mehr Tags. Ich habe ehrlich gesagt nicht nachgegraben, wie weit das in die Historie zurückgeht. Aber es ist klar, Docker gibt es nicht. Ich habe nicht nachgeguckt jetzt im Vorfeld, seit wann so wirklich das Ding effektiv in der Masse genutzt wird. Aber es gibt tatsächlich noch ein paar mehr Tags. Du kannst mal nach unten scrollen, ob da ist nämlich so eine ganz lange Tag-Liste irgendwo. Ich habe mir die noch nie im Detail angeguckt. Wenn du mal ganz runter gehst, da ist irgendwo eine ganz lange Liste mit den ganzen Tags, die es wirklich alle gibt. Genau, also eins sollten wir vielleicht hervorheben, es gibt Latest, das ist wirklich die letzte aktuelle Version und das ist auch der Standard, wenn man also keinen Tag angibt, das ist identisch zu jedem Versionierungssystem, die Head Revision, das ist wirklich das letzte, was vom entsprechenden Anbieter eingecheckt wurde, ist natürlich bei Datenbankservern relativ gefährlich, weil ich dadurch unter Umständen Versionssprung habe, den ich nicht merke und deshalb Microsoft, man muss sie hier mal loben, haben dann vorne die entsprechende Version des Produktes plus Latest gemacht, um dann jeweils die letzte Version von dem, die letzte Version vom entsprechenden, von der Hauptversion zu bekommen. Also das heißt, 2019 Latest bekomme ich wirklich die letzte Version von 2019, den letzten Patch-Stand, wenn man so möchte. Und das Gleiche habe ich auch bei 2017. Und wenn Sie alle jetzt so ein bisschen zucken, weil dieses verhexte Wort, was so häufig hier auftaucht, ist das ist Linux. Wir sind doch in der Delphi-Welt. Was wollen wir denn mit Linux, wenn wir mit Windows arbeiten? Und das ist so Ich meine, die Hürde für viele. Wenn du nochmal runtergehst,
Wir sehen es jetzt auch da oben bei den gefeatureten Tags. Das reicht uns ja. Wir müssen ja auch nicht auf die lange Liste. Diese gefeatureten Tags, da oben steht ja sowas Merkwürdiges dabei. Wenn dann geh ruhig auf die, genau. Da steht ja, ich kann jetzt auf die 2017er gehen und ich weiß, dass ich da irgendwie die Patch-Version 12 brauche, weil das Produkt läuft oder hier genau, 2019 Patch-Version 12. Die brauche ich, weil ich weiß, dass das ist die Version, auf der wir das Produkt getestet haben. So, jetzt steht dahinter Ubuntu 20.04. Das heißt natürlich für den Kenner, das ist ein Microsoft-Produkt, das basiert auf einer Ubuntu-Version. Jetzt wird bei dem einen oder anderen schon sagen, ach, das ist ja alles Linux, kann ich nichts mit anfangen. Ich habe doch jetzt hier Windows, ich installiere mir da jetzt kein Windows, kein Linux. Jein. Also, Punkt 1. Microsoft hat vor ein paar Jahren angefangen, den Microsoft SQL Server auf Linux zu portieren. Da haben noch alle gesagt oder gedacht, Microsoft ist jetzt bekloppt geworden. Wieso portieren die das auf Linux? Ist das eventuell eine kostenlose Version? Kann ich dort meine Enterprise auf Linux kostenlos fahren, weil es ist ja kein Windows mehr? Nein, natürlich nicht. Also Microsoft möchte weiterhin Geld verdienen. Das ist natürlich völlig klar. Aber Docker als solches ist grundsätzlich ein Linux-basierendes System. Docker unter Windows ist aber selbstverständlich möglich. Und du zeigst jetzt auch schon, warum und wieso das alles möglich ist. Vor 2, 3 Jahren, glaube ich, wobei jetzt durch diese ganze Corona-Geschichte fehlt mir manchmal irgendwie so ein bisschen der Zeitablauf. Ich weiß auch nicht, warum, ist ganz komisch. Die Jahre sind so ein bisschen verschmolzen. Das sind bestimmt schon, wie du sagst, verrückt, 3, 4 Jahre. Als Windows 10 rauskam war es schon da. Ja, du hast recht. Das ist eigentlich schon deutlich älter, glaube ich. Da haben wir auch alle gesagt, ist Microsoft jetzt völlig bekloppt geworden. Wir haben dort schon seit Jahren, da haben sie lange an der PowerShell rumgeschraubt, damit man da Kommandos machen kann, wie man sie seit Linux schon irgendwie seit gefühlt 50 Jahren machen kann. Und dann auf einmal erzählt uns da einer, ja, jetzt gibt's in Windows ein Linux-Subsystem, damit ich dort in einer Shell oder in einer Kommandozeilenumgebung, so wie wir sie bisher MS-DOS orientiert hatten, Linux-Kommandos absetzen kann. Da haben wir alle gedacht, ey, sind die jetzt Jeck oder was? Was zum Teufel soll das Ganze? Da hat noch keiner so richtig verstanden, wo die hin wollten. Microsoft hat es vielleicht auch selber damals noch nicht so ganz genau verstanden. Aber du hast ja jetzt genau schon gezeigt, das kann man oder muss man jetzt installieren, dieses Subsystem, das verhält sich auch ganz friedlich und ganz ruhig. Das ist quasi erstmal überhaupt nicht da, wenn das installiert ist. Also klar, es ist vorhanden, aber es macht sich nicht irgendwo bemerkbar. Also meine MS-DOS-Shell, wenn ich es mal so altmodisch ausdrücken möchte, ist natürlich weiterhin MS-DOS, da ist kein Linux drunter oder so. Aber ich könnte theoretisch eine kleine Linux-Umgebung in Windows starten und könnte da anfangen, Linux-Kommandos abzusetzen. Habe ich natürlich nicht viel von, weil warum zum Teufel sollte ich das tun? Aber wenn ich jetzt Docker installiere auf Windows, dann möchte dieses Docker-System selbstverständlich dieses Linux-Subsystem haben, um sich darauf abstützen zu können. Und jetzt kommt Docker her, nutzt das Ganze und kann diese gesamte Umgebung, die Docker mitbringt, bereits praktisch hochfahren. Das heißt also, alles, was Docker anbietet, ist Linux-basierend. Und unter Windows stützt es sich eben auf dieses Subsystem für Linux ab. Das heißt also, wenn ich jetzt in Docker hergehe und jetzt hier, wie du jetzt hier zeigst, hier so ein Ubuntu 20.04 laufen lassen möchte, kann ich das tun. Das heißt also, auch in Docker kann ich all das tun, was irgendwie auf diesem Ubuntu-System basierend ist oder nicht nur auf Ubuntu, aber das ist die naheliegende Verbindung. Das heißt also, in Docker einen Microsoft SQL Server laufen zu lassen, basiert auch unter Windows auf einem Linux-Subsystem. Das heißt also, alles, was wir unter Docker machen, wird Linux sein. Und diese Microsoft SQL Version, die wir da uns angesehen haben gerade, die läuft dann in dieser Docker-Umgebung in irgendeiner Form, die wir uns noch ein bisschen genauer angucken wollen, direkt Linux-basierend. Das heißt also, ich habe so eine Art Mini-virtuelle Maschine in meinem Windows-System. Das ist sozusagen mein Docker-Basis System, das verbindet sich mit diesem, wie du es da unten links sehen kannst, mit diesem Subsystem. Das ist die Basis des Ganzen. Und jetzt geht her, Docker
exponiert bestimmte Schnittstellen aus diesem Linux-Subsystem und stellt die jedem einzelnen laufenden Container zur Verfügung. Und das ist das ganze Geheimnis. Das heißt also, diese Container sind so kleine Mini-VMs, wenn man so möchte, die einfach sozusagen die Umgebung von Docker bereitgestellt bekommen. Das ist nicht jedes Mal neu in so einem Image oder dann dem ausführbaren oder ausgeführten Image enthalten, sondern das ist quasi eine ganz dünne Schnittstelle zu diesem Linux-Subsystem und hat nicht diesen riesigen Overhead, den so eine virtuelle Maschine mitbringt. Eine virtuelle Maschine, VMware oder Parallels oder welche Maschine auch es immer da gibt, die bringen natürlich ein komplett installiertes Betriebssystem jeweils mit allem, was dazugehört und macht das Ganze natürlich wesentlich aufwendiger in der Speicherverwaltung und natürlich auch die Abstraktion ist natürlich wesentlich komplexer. Die müssen ja den kompletten Betriebssystemkern laufen lassen, was hier in dieser Docker-Umgebung nicht stattfindet. Das wird quasi alles sehr flach gehalten. Dennoch wird eine isolierte Umgebung für jeden einzelnen laufenden Container bereitgestellt. Das heißt also, der eine Container sieht nicht, was in einem irgendwie anderen Container vorhanden ist oder gar das Host-System. Das heißt, das sind wirklich isolierte Umgebungen. Das ist ganz wichtig bei dieser Darstellung. Also wir haben sozusagen ganz leichtgewichtige virtuelle Maschinen mit Docker, die sozusagen auch noch eine Versionierung mitbringen. Das ist dann dieses Tagging-System, was wir haben. Genau, und das Tolle ist halt, wenn ich das in Windows benutze, die Angst ist immer da, oh, ich muss Windows benutzen und habe ich noch nie was mitgemacht und auch mit diesen ganzen neuen Dingen habe ich noch nie was gemacht. Und was ich halt hier jetzt zeige, ist, das ist das Windows Terminal, das gibt es auch kostenlos mittlerweile für Windows zum Runterladen. Und hier kann man sehen, ich bin in der PowerShell, ich tippe ein Docker Version, das ist also Docker ist das Kommandozeilentool, CLI oder CLI, ich weiß nicht, ob man diese Aussprache auch nutzt. Das ist die Kommandozeile, wie sie in Windows sichtbar ist. Und ich kann beim Windows Terminal, deshalb empfehle ich das jedem mittlerweile zu installieren, kann ich zwischen dem normalen Windows-Prompt auch öffnen. Das heißt also auch hier, wenn ich tippe Docker Version, gleiche Resultat. Aber ich kann auch in die entsprechende Linux-Distribution gehen. Und das ist halt der zweite Schritt, wenn ich diese Virtualisierung in Windows aktiviere, dass ich auch noch eine Distribution mehr rauspicken muss, die ich dann installiere. Und Ubuntu bietet sich einfach an für uns als Delphi, die Entwickler, weil Delphi mit Ubuntu, ja, weil die Kompatibilität getestet wird. Ich kann also zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ich kann dieses Subsystem dann sogar nutzen, um meine, sofern sie natürlich keine grafische Oberfläche haben, kann ich sogar meine Delphi-Anwendung in diesem Subsystem rein theoretisch laufen lassen. Und wenn ich das hier habe, Docker, wieder Version, sehe ich, dass ich ganz genau die gleichen Kommandotools und so weiter zur Verfügung habe, wenn ich es denn richtig installiere, was ich hier nicht getan habe. Aber trotz alledem kann ich in Linux und in Windows gleichermaßen diese Kommandos dann nutzen. Es wird also, wenn ich es unter Windows installiere, sowohl in der Distribution installiert, als auch auf dem Windows-System. Also für wen jetzt? Ich bin nicht an Linux gebunden. Das ist eigentlich der Knackpunkt an der Sache. Also für wen jetzt sozusagen dieses Thema PowerShell oder gar eine Linux-Shell-Umgebung böhmische Dörfer sind? Ihr könnt ganz normal mit der normalen Kommandozeilenumgebung arbeiten. Dort funktioniert alles, was man für Docker braucht. Und du, Holger, du hast das jetzt gerade schon vorweggenommen. Selbstverständlich können wir jetzt auch drüber nachdenken, mit der entsprechenden Delphi-Lizenz auch Linux-Kompilate zu erstellen, die wir irgendwie dann da hineinbringen in so eine Docker-Umgebung. Aber wir sind ja noch einen Schritt vorher, dass wir nur eine Datenbank irgendwie bereitstellen wollen, die, wie wir gesehen haben, unter Docker möglicherweise relativ leicht zu beziehen ist. Das müssen wir uns ja gleich noch angucken, dass das wirklich funktioniert. Und die dann aber eben auf meinem Windows-Host in einer gekapselten Linux-Umgebung läuft, weil Docker ist eben Linux-basierend. Das Windows-Linux-Subsystem ist die Basis dafür. Microsoft hat diese Basis geschaffen, das ist prima. Und wir können deswegen auch Docker auf Windows nutzen. Die jetzt Windows, wie ich, in einer virtuellen Umgebung fahren, die werden jetzt natürlich möglicherweise die Frage stellen,
wo installiere ich denn jetzt einen Docker? In meiner virtuellen Maschine oder installiere ich das auf meinem Host? Man kann prinzipiell Docker in einer virtuellen Maschine, in einer Windows-virtuellen Maschine installieren. Funktioniert, aber ist in meinen Augen erstens langsam und zweitens, Entschuldigung, scheint mir das auch nicht so 100% stabil zu sein, wie wenn man es nativ laufen lässt. Also, was will ich sagen? Wer jetzt virtuelle Maschinen auf einem Windows-Host laufen lässt, der installiert sich Docker idealerweise auf dem Windows-Host. Oder wie ich hier, habe natürlich Docker auf meinem Mac als Host installiert und habe dort meine Docker-Umgebung und kann jetzt auf meinem Mac ein Microsoft SQL Image runterladen, einen Pull machen und dann den Container konfigurieren und starten. Und kann natürlich dann aus meiner virtuellen Windows-Umgebung, wo unser lustiges kleines Company-CRM gelaufen ist, kann ich dann natürlich über IP-Connection auf meinen Host dort, wo dann der Container ist, zugreifen. Das funktioniert einwandfrei. Also, wer Windows als Host hat, installiert auf dem Host seinen Windows-Docker und wer von mir aus auch einen Linux-Host hat und da eine virtuelle Maschine mit Delphi drauf hat, der installiert das natürlich auf der Linux-Umgebung. Auch für Linux gibt es entsprechende Docker-Umgebungen. Habe ich nie ausprobiert, tut es aber auch. Also von daher kein Problem. Also wir merken uns, immer auf der tatsächlich physischen Maschine die Docker-Umgebung installieren. Es ist ja nichts anderes quasi als ein weiteres Host-System für virtuelle kleine Maschinen. Das wieder in einer virtuellen Maschine zu installieren, macht nicht wirklich Sinn, auch wenn es theoretisch geht, wer es ausprobieren möchte. Wichtig ist, dass man in der virtuellen Maschine den Hypervisor aktiviert. Der ist oft deaktiviert, weil man ihn normalerweise in einer virtuellen Maschine nicht braucht. Nur wenn man den aktiviert, dann funktioniert das überhaupt. Also das ist aber nur, wer wirklich probieren möchte und da experimentieren möchte, der kann das selbstverständlich da auch tun. Gut, du hast die Anleitung da schon mal rausgekramt. Genau, was für Windows-Benutzer noch recht schön ist, es gibt also den Docker-Desktop für Windows. Ich bin mir sicher, dass es für den Mac auch entsprechende Benutzeroberflächen gibt. Und das Tolle an dem Werkzeug ist, es bindet sich in das Tray-Icon ein. Hier unten sieht man diesen Moby Dick. Ne? Das ist das offizielle Icon für Docker. Und man kann halt hier zum einen sehen, welche Images man alle auf dem Rechner im Moment bereits gepullt hat. Also man sieht hier, ich habe mal einen PA-Server von Embarcadero gezogen, MariaDB, das ist eine andere Datenbank, Firebird, und habe auch fleißig eigene Images erstellt. Und die Container kann man auch sehen, die gerade auf dem Rechner laufen. Und das ist jetzt genau das, wo wir zu kommen, wo der Olaf zu überleitet. Denn wie bekommen wir denn jetzt nun wirklich mal so eine Datenbank, einen Datenbankserver zum Laufen, dass wir den dann auch wirklich mal benutzen können? Also wie sehen konkret die Schritte aus? Und genau, um mal kurz auf unsere Folien zu schauen, weil hier habe ich nochmal dass man sieht, dass das nichts läuft. Und nochmal der Hinweis, Windows Terminal, ganz wichtig, wenn man damit arbeitet unter Windows, meiner Meinung nach unerlässlich. Also mit der normalen Kommandozeile hat man einfach nicht den Komfort, den man hat, wenn man zwischen den einzelnen Sachen hin und her wechseln kann. Und Microsoft SQL Server haben wir gezeigt, das Beispiel. Das ist der Link, wenn man direkt dorthin möchte, um sich die Informationen anzuschauen. Und da machen wir dann jetzt weiter. Ja, also im Grunde kann man jetzt mal zeigen, was man machen muss, das hatten wir ja schon ganz kurz gesehen. Du hast ja schon einen Copy-Befehl ausgeführt, da auf der Webseite vom Docker Hub, um quasi den Befehl zu bekommen, um so einen Microsoft SQL Server überhaupt runterzuladen. Bevor wir es laufen lassen, vielleicht einfach mal diesen Pull-Befehl nochmal oben ausführen. Du kannst ja einfach mal da oben nochmal das Ding kopieren. Ganz oben hat man, da war ja so ein Vorbereiteter, genau, da oben ist den kopieren wir einfach mal in die Kommandozeile hinein. Das ist auch das Schöne, man macht sich hier nichts kaputt. Du kannst jetzt da noch einen Tag angeben, kannst ja irgendwie den Latest nehmen, den hast du wahrscheinlich schon drauf, deswegen dauert das jetzt auch nicht so lange. Das heißt also, du hast hier den Latest, das ist also ein 2019 mit allen Patches, nochmal runtergezogen. Da hat er natürlich gesagt, already exists und so weiter und so fort.
Wenn man den jetzt runterzieht, ohne sozusagen, dass man da schon irgendwas von hat, du hast jetzt wahrscheinlich den 2017er noch nicht runtergeladen, vermute ich mal, also dann mit dem kannst du es ja mal Doppelpunkt gebe machen. ich jetzt das Tag an. Genau. Genau. Also alles, wer sich vorhin gefragt hat, was dieses CU heißt, das sind die kumulativen Updates oder Patches. Und jetzt fängt er natürlich an und das ist vom Volumen her rund 1,5 Gigabyte, die da jetzt runtergezogen werden. Man sieht, du bist jetzt nicht auf einer 20-Megabit-Leitung oder so, sondern du hast ein bisschen mehr. Deswegen geht das einigermaßen flott hier mit teilweise wahrscheinlich 20 Megabyte pro Sekunde, die du da ziehen kannst. Was der macht, ist jetzt wirklich alles runterzuladen, was Microsoft für notwendig erachtet, um so ein 2017er in der aktuellen Patch-Version quasi auf die Platte zu geben. Man hat gesehen, wenn man eine vernünftige Internetleitung hat, ist das eine Frage von ein paar Sekunden und jetzt ist das Ding drauf. Wenn du jetzt auf die Docker-Oberfläche gehst, die dahinter liegen hast, dann sollte das unter den Images ja schon auftauchen. Da ist jetzt irgendwo ganz unten wahrscheinlich, nee, da ist es irgendwo, genau. Da ist das Ding und da sehen wir 1,37 Gigabyte hast du jetzt mal gerade eben runtergeladen. Klar, da wird auch ein bisschen gepackt und gemacht und getan. Das ist aber übrigens ein es Bug, ist dass da hier steht 2 Monate. Das heißt, dass ich den vor 2 Monaten, weil hier sieht man ja latest, ne? Also das ist immer das Datum, wann man es zuerst runtergeladen hat. Das habe ich gestern zum Beispiel gemerkt. Das aktualisiert er nicht. Also man hat ja ja, wirklich ich glaube, gerade wenn man. gesehen, dass es runtergeladen wurde, ne? Ich Ja, habe es ja. vor zwei Wenn du mal Monaten oben. schon mal runtergeladen und gelöscht. Du kannst mal oben hochgehen. Auf der Spalte steht, glaube ich, gar nicht drauf. Das ist das Created. Das ist, wann dieses Image auf der Serverseite, glaube ich, kreiert wurde. Ich meine, das ist das so zu interpretieren. Ah, okay. Sehr gut. Ja, das ja. stimmt. Also vor 2 Monaten haben die da irgendwie einen Patch nochmal aktualisiert. Das erklärt, glaube ich, eher diese Monatsangaben, die teilweise sehr seltsam aussehen, weil wenn man das erst vor kurzem installiert hat und da steht dann 9 Monate ago, dann, ja. Also, wie gesagt, wir haben gesehen, diese 1,37 Gigabyte, die muss man runterladen. Klar, wenn man jetzt auf einer lahmen Leitung sitzt, dann dauert das ein bisschen, aber es ist jetzt tatsächlich alles da. Wir könnten ihn jetzt laufen lassen, aber wir gehen nochmal auf diese Docker Hub Seite, weil wir brauchen jetzt noch so ein paar Infos, wie man das Ding jetzt startet, weil das Ding kann nämlich konfiguriert werden. Und zwar, wir müssen das Passwort setzen, für den SA-User, weil das hat Microsoft gesagt, das muss jetzt jeder für sich tun. Natürlich kann man da sagen, Your Strong Password als Passwort nehmen. Wir können aber auch das berühmt-berüchtigte Master Key nehmen, was aber im ersten Ansatz nicht geht, weil da eine Passwortstrategie hinter ist, die es verhindert, dass man nur Master Key nimmt, weil man braucht irgendwie 3 oder 4 von diesen berühmt-berüchtigten Groß-Kleinbuchstaben, Sonderzeichen und was weiß ich nicht alles. Man muss den Port angeben, der exponiert werden soll. Da gehen wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen detaillierter drauf zu. Aber jeder, der Microsoft SQL Server kennt, erkennt, dass da irgendwie dieser normale Microsoft-Port irgendwie scheinbar durchgereicht werden soll. Naja, und dann sagen das wir noch ist aber auch irgendwie wichtig, so ein ja. komisches D. Ah ja, genau. Wir müssen die Lizenz natürlich akzeptieren. Das kann man da vereinfachen, indem man einfach sagt, ja, bitte akzeptiere das. Wir geben noch an, dass das Ding als Daemon läuft, also im Hintergrund. Oder detached heißt es, glaube ich, eigentlich. Das heißt, also die Kommandozeile koppelt sich ab und das Ding läuft dann im Hintergrund weiter, bis es angehalten wird. Ja, und dahinter, das ist einfach der Name von dem ganzen Teil, ne? Also das ist der Name des Herstellers oder des Users zusammen mit dem Produktnamen und dem Tech-Namen. So, damit kann man das schon fast laufen lassen. Das hast du jetzt einfach mal da so reingetippert. Wir ändern jetzt mal das Passwort. Ne? Das Passwort machen wir jetzt Master ja, genau. Key 123. So machen wir das. Und genau. Vielleicht zum Port. Ich finde, das sollten wir schon erklären, warum wir hier einen Doppelpunkt haben. Ja, 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 mach das. Impliziert ein Mapping. Und der Olaf hat gerade schon so wunderbar erklärt, dass jeder Container, und deshalb ist der Begriff des Containers auch so wunderbar, isoliert ist. Und das heißt, nicht nur isoliert ja, Laufzeitumgebung, sondern auch netzwerktechnisch isoliert. Das heißt, jeder Container hat eine eigene Netzwerkumgebung, kann man natürlich ganz spezifisch implementieren. Und jedes Image hat mehr oder weniger Informationen darüber, welche Ports nach außen gegeben werden können. Lade ich zum Beispiel einen Webserver herunter, kann ich sagen, Port 80 möchte ich auch nach außen weitergeben, um auf diesen Webserver zuzugreifen.
Und bei Microsoft SQL Server ist es halt der Port 1433. Jetzt wird man sich fragen, was für einen Sinn macht es denn, jetzt so einen Port nicht nach außen zu geben? Und das ist relativ einfach. Man kann mehrere Container miteinander kombinieren in einem Netzwerk und dann ergibt es wiederum Sinn, dass die Container untereinander miteinander kommunizieren können, aber ich das trotzdem nicht an die Außenwelt geben möchte, sodass der Und Datenbankserver zwar von Dingen innerhalb des Containers erreichbar ist, aber nicht von außerhalb. Das ist der Sinn und Zweck, ja, warum man das nicht verpflichtend machen muss. genau. Und Und warum das Mapping ganz kurz? Es ist ja durchaus vorstellbar, dass ich mehrere Server laufen lasse, mehrere Webserver, mehrere genau. Datenbankserver. Die Rechtezahl muss in diesem Falle wegen des Images immer 1433 sein, weil das ist im Image so festgelegt. Das ist der lokale Port im Image. Das Image arbeitet immer mit 1433 und nach außen. Das muss die Dokumentation sozusagen hergeben. Das muss irgendwo jemand dokumentiert haben. Aha, da ist jetzt irgendein Ding, das horcht auf diesen Port und das ist halt so eingestellt. So, und du möchtest natürlich jetzt erklären, was machen wir jetzt damit? Wir geben es direkt auf 1433, wir lassen es so. Ich habe vor ein paar Tagen in der Dokumentation gefunden, wenn man nicht weiß, welche Ports freigegeben werden, ja, und auch nicht tief in die einsteigen möchte, kann man auch einen angeben, der macht Automapping für alle nach bereitgestellten Ports. Ich glaube, das ist eine Groß- und Kleinschreibung wird ja unter Linux immer unterschieden. Das heißt, Strich klein p ist nicht Strich groß p. Und Strich groß PA gibt es, glaube ich, das sind dann Port All. Da werden dann alle Ports automatisch gemappt. Bin ich kein großer Fan von, weil man Nee. muss immer schauen mit Konflikten und so Was weiter. Man muss genau? auch immer totale Kontrolle haben, welcher Port Ja, letztendlich ich für meine, welchen Dienst bereitgestellt wird. welchen Sinn hat es, dass das jetzt ein automatisches Port-Mapping von 20 Ports macht? Ich weiß aber gar nicht, welche Ports alle offen sind. Also ich habe da auch ganz gerne Kontrolle drüber. Technisch ist es sogar so, dass dort noch ein Port, noch ein zweiter irgendwo zur Verfügung steht, der aber für Wartungszwecke irgendwas macht. Aber es ist uninteressant. Und wie du gesagt hast, der Power-User könnte jetzt hergehen und sich 10 verschiedene Microsoft SQL Server-Versionen in 10 Images runterladen und 10 Container entsprechend starten. Klar, Speicher brauche ich natürlich. Der Speicher muss natürlich irgendwo da sein. Das kann man auch in Docker konfigurieren, wie viel Speicher da verwendet werden darf und und. Das sind aber alles so noch so diverse kleine Details, mit denen man sich da auseinandersetzen wird. Die einzige Frage, die ich jetzt noch habe, du hast jetzt da so einen Docker Run ausgegeben. Woher weiß ich denn jetzt, was der für eine Lizenz da startet? Das hat man ja vorhin angedeutet, dass da verschiedene Lizenztypen bzw. Editionen verfügbar sind. Und hier in der Doku steht natürlich, die Default-Einstellung ist, dass es ein Express-Edition ist. Wenn ich also nichts sage, wird es ein Express werden. Und wenn ich was anderes haben möchte, kann ich das machen, indem man da unten mal nachliest. Da gibt es also entsprechend die Möglichkeiten zu sagen, hier Developer Edition oder sogar die Enterprise kann ich auch hochfahren, aber da muss man sich mit der Lizenzierung erst noch ganz genau auseinandersetzen, dass ich das überhaupt darf. Genau, Also da unten Standard Enterprise und sogar die Enterprise Core ist da. also wenn ich jetzt Express Developer ist, die vorher wusste ich auch nicht, haben sie wohl geändert, denn ich habe auch Ach, ganz die klar Developer ist das. Ah, gelesen, habe okay. ganz klar gelesen, genau wie du auch, dass es Express war. Das ist auch das, was ich Ja. gelesen habe. Das heißt, wenn wir jetzt Express forcieren, kopiere ich einfach diesen Parameter auch noch rüber. Genau, Was sehr auch gutes noch wichtig Beispiel. ist, verschiedene Aufzählungen oder so nie mit Kommata aneinander reihen, sondern immer den Parameter dann nochmal wiederholen. Das heißt, wenn ich jetzt noch einen Genau. weiteren Port, zum Beispiel Port 80, würde ich das so machen. Ich würde nicht hier Komma machen. Und was auch geht, ich kann natürlich auch Ranges und so weiter mit einem Bindestrich definieren. Es ist sehr, sehr Ja. flexibel. Falls Sie jetzt sagen, oh mein Gott, ich schalte jetzt ab, die Kommandozeile ist ja grausam. Wir haben eine Alternative. Das kommt noch. Das, Also man muss sich der ja, Sache ja nur das zeigen wir schrittweise gleich. nähern. Ja? Ja, Schließ das wobei mal ab. man hebt sich sowas einmal auf. Ne? Also ich habe solche Sachen dann, da habe ich so einfach mein Notizsystem hier, da schreibe ich mir das auf und weiß, welcher Container womit idealerweise zu starten ist und gut ist. Wer sich jetzt übrigens fragt, wofür steht das E? Da steht nicht, dieses Minus E steht nicht für Edition. Das könnte man jetzt natürlich fälschlicherweise annehmen. Das steht für Environment-Variable. Ne? Also wir setzen eine Environment-Variable vom Namen MS SQL unterstrich
Product Edition, ja. Product ID heißt es wohl, Express. Und hier haben wir Umgebungsvariable SA-Passwort, die eben auf diesen konkreten Wert gesetzt. Also Name- oder Key-Value-Paare sind das, die hier als Environment-Variablen in das System injiziert werden. Und dann die Software, die in diesem Container dann hochgefahren wird, liest diese Variablen entsprechend aus und wertet sie aus, um dann das zu tun, was diese Variablen tun sollen. Ja, und welche ja, wenn du das jetzt machst. Erfährt man wirklich nur in der Dokumentation. Das ist korrekt. Individuell für jeden Container. Wenn ich einen MySQL-Server habe, heißen die anders. Muss ich in der Dokumentation gucken und die finde ich meistens über Docker Hub ruckzuck. Also, und es gibt immer Beispiele für die Konfiguration, wie wir sie hier auch gesehen haben. Ja, so, korrekt. Hast jetzt gesagt, das könnte jetzt für den einen oder anderen kompliziert sein, aber was haben wir denn bisher gemacht? Wir haben da oben dieses Pull-Kommando gemacht, mussten warten, bis die Software da ist und haben diese eine Zeile abgesetzt. Die tüftelt man einmal aus der Doku und dann hat man diese Zeile, um es laufen zu lassen. Und das war jetzt alles. Mehr muss man nicht machen. Wer sich jetzt überlegt, welchen Aufwand es bedeutet, einen Microsoft Express Edition Server auf Windows zu installieren und dann so zu konfigurieren, dass er auf TCPI-Adressen horcht, das ist nämlich defaultmäßig abgeschaltet unter Windows, der wird sich jetzt vielleicht sogar schon anfangen, ganz langsam zu freuen, dass da Docker irgendwie doch was Interessantes bietet. Also es ist doch etwas schneller, vor allen Dingen auch. Ja. Ne? Also ich habe es runtergeladen. Genau. Und wenn ich jetzt bedenke, wie lange dieser Installer unter Windows rödelt normalerweise, das Ding läuft jetzt schon. Das Einzige, was ich zurückgekriegt habe, ist natürlich eine ID. Das ist die ID vom Container. Standardnamen vom kann man auch geben, dass man den ein bisschen Recursing Saha, wo kommt das her? Das ist relativ ulkig mit Docker. Wenn ich das Ding jetzt mal wieder lösche, das ist übrigens auch so schnell, stoppt man die Datenbank und hält das Ganze an. Also auch Sache von Sekunden. Muss man mal versuchen mit einer Deinstallation ich lasse das nochmal laufen. Dann kriege ich Das wäre einen anderen Namen. Habe ich einen anderen Namen. Das sind Zufallsnamen. Das sind einfach Zufallsnamen, die das Ding vergibt. Wir wollen aber was Ordentliches haben. Wir wollen da jetzt stehen haben, MS SQL 2017. Wie mache ich das denn, dass das da nicht so einen blödsinnigen Namen hat? Genau, da sind Henning ganz ja, einfach noch ein /name. Der Profi weiß, es gibt einen Parameter. 2017, das müsste der richtige sein, /name. Und das muss vor dem Image stehen. Das ist immer ganz wichtig bei diesen Geschichten. Richtig, genau. So, und dann haben wir auch da wieder rein und zack. 2017. Genau. Running Port wird auch angegeben, dass der hier veröffentlicht ist. Ich kann auch unter Inspect schauen, dass ich dann sehe, dass ich hier den 1433 freigegeben habe. Übrigens nicht nur für IP Version 4, sondern auch 4. Für 6. Ne? Mhm. Und das ist ja ein modernes Linux-System. Genau, hier sieht man so einige Environment-Variablen. Das ist natürlich jetzt auch schön hier, ne, dass das so wunderbar öffentlich da drin steht. Naja gut, das ist die Admin-Sicht, oder? Ja. Das ist die Admin-Sicht, von daher, da darf man sich jetzt, glaube ich, nicht zu sehr stören dran. Nein, und man kann auch, wenn man sich daran stören möchte, kann man auch anstatt das Passwort direkt per Parameter zu übergeben, kann man auch entsprechende Dateinamen übergeben, die in dem Container vorhanden sind, wo das Passwort drinsteht. Es gibt auch Parameter, die ich angeben kann, dass das Passwort automatisch generiert wird, wenn der Server gestartet wird. Das gibt es auch. Da muss ich dann, wie finde ich das Passwort dann? Ja gut, da muss ich halt hier auf die Konsole gehen und dann wird rausgeworfen, wie das Passwort heißt. Ja, das gibt es halt auch. Da gibt es wirklich ganz viele verschiedene Mechanismen, die man benutzen kann. Das Spektakuläre eigentlich ist jetzt, dass man wirklich an dieser Stelle wir haben ein lauffähiges System. Das ist das wirklich, ne? Genau, man kann also jetzt die Microsoft SQL Server Management Studio, das kann man starten. Und, also du bist jetzt wieder auf Windows, ne? Also kein Linux, das ist jetzt alles wieder Windows hier. Ja, das ist ja auch ein Windows-System, was ich hier fahre. Und ich sage jetzt, Server-Name ist Localhost, weil ich bin faul. Ich kenne auch nicht mal eine IP-Adresse, also Netzwerk ist auch nicht meine Stärke. Und dann muss ich nur hier das Passwort, das muss ich natürlich kennen, das war Master Key 123. Und jetzt mache ich mal ein Connect und flupp, da läuft mein Microsoft SQL Server. Und jetzt kannst du mal Properties auf dem oberen Ding da machen, dann sieht man tatsächlich, dass da irgendwie ein lustiges System hinter ist. Ein Microsoft SQL Express 64-Bit Ubuntu
Ne, also das ist wirklich, wir haben jetzt hier ein Windows-System, auf dem ein Linux-basierter Microsoft SQL Server läuft. Also es ist schon irgendwie verrückt, die Firma, die uns seit gefühlt 30 Jahren sagt, alles Windows, 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 auf einmal stehen wir da und freuen uns drüber, dass wir dann Linux-basierten Microsoft SQL Server hochfahren können. Also irgendwo verblüffend. Der eine oder andere wird sagen, ihr seid völlig bekloppt, was ihr hier macht. Aber wir wollen uns ja der Realität stellen, dass wir unter Windows entwickeln. Wir haben Windows-Programme, unsere Kunden nutzen Windows-Programme und wir wollen jetzt halt Datenbankumgebungen testen, in Betrieb nehmen und was weiß ich. Und wo die dann laufen, naja, was sparen wir jetzt? Wir sparen jetzt im Prinzip, ich meine, früher die Kollegen Wolfgang und Wolfgang haben immer gesagt, wir sparen ein Bit. Nein, wir sparen jetzt hier eine Lizenz. Und zwar die Microsoft-Server-Lizenz sparen wir. Theoretisch müsste ich ja Microsoft SQL Server auf einem Windows oder Microsoft Windows Server installieren. Und ich muss nicht nur die teure Microsoft SQL Lizenz kaufen, sondern ich muss ja auch die Microsoft Windows Server Lizenz muss ich auch kaufen. Und jetzt habe ich aber hier die Möglichkeit, das unter einem Linux-System laufen zu lassen und brauche keine neue Lizenz dafür. Das heißt, ich kann mir wieder irgendwo von mir aus diesen einen fetten Server hinstellen, wenn das sein muss. Oder wenn ich jetzt wirklich gar nicht mit Docker arbeite, sondern feststelle, ach, das ist ja schön und gut, ich stelle mir irgendwo eine Linux-Kiste hin und lasse da meinen Microsoft SQL Server drauf laufen, geht auch. Ne? Also auch das ist hiermit quasi bewiesen, dass das funktioniert. Wenn ich mir irgendwo ein Ubuntu-System aufbaue, könnte ich da prinzipiell auch ganz nativ einen Microsoft 2017 SQL Server drauf installieren. Auch das ginge. Das sehen wir jetzt, das muss gehen, weil wir fahren ja hier in dieser Umgebung das Ganze sehen. Ja, du machst jetzt hier einen Stopp. Der Stopp bedeutet, dass der Container, ja, was macht er? Er hält an, ne? Er hält einfach an und wird aber nicht gelöscht. Ne? Also, das heißt, alle Konfigurationseinstellungen, genau, die ich jetzt Moment. Gemacht habe, genau. sind da. Das heißt, wenn ich jetzt Datenbanken erstellt hätte, würden die weiterhin im Container erhalten. Bleiben. Und ich könnte wirklich einfach irgendwann später mal wieder sagen, Start. Und dann läuft das Ding halt wieder. Und das ist keine Deinstallation. Genau, die Daten sind weiterhin da, meine Konfiguration ist weiterhin da. Das werden wir jetzt nicht zeigen, aber es gibt auch sowas wie Docker-Export. Dann kann ich nämlich diese Sachen exportieren in eine Datei. Das wird dann eine Datei gebundelt und die kann ich natürlich dann auch entsprechend archivieren, sodass ich auch weiterhin, das ist ja bei vielen manchmal ein Aspekt, auch eine virtuelle Maschine hat den Vorteil, es ist alles schön komprimiert. Das hätte ich ja auch. Und ich kann diesen Container auch auf andere Systeme ohne Probleme portieren. Und jeder arbeitet auf der gleichen Basis mit dem gleichen Server, ohne dass aber auch irgendwas großartig konfiguriert werden muss. Und den Zeitfaktor, wenn wir gar nicht über Lizenzen argumentieren, jeder, der mal einen Microsoft SQL Server installiert hat und dann feststellt, uff, es war die falsche Version oder ich habe vergessen, die entsprechenden Services zu installieren, die ich brauche, die Data Mining Services oder was weiß ich nicht was, Replication Services, das kann ich ja alles genau konfigurieren mit den entsprechenden Images. Wer weiß, dass man das nachinstalliert und wie aufwendig das mit Windows ist und wie man, ich möchte nicht sagen, dass man sich sein System damit zuinstalliert, weil mittlerweile wissen wir, eine Deinstallation funktioniert eigentlich gut, aber trotzdem ist es immer Zeit. Und selbst wenn man mit virtuellen Maschinen arbeitet, das ist weh. Also ich drücke Enter, in dem Moment ist das Ding gestartet und es ist erreichbar. Also es ist der Zeitfaktor ist echt nicht zu schlagen. Ist extrem praktisch. Der Profi wird natürlich jetzt kommen unter den Zuhörern hier und sagen, ja, Moment mal, wo sind denn jetzt meine Datenbankdateien? Die sind natürlich jetzt in dem Fall per Default auf diesem oder in diesem Container mit integriert. Du kannst mal eintippen, irgendwie CD var, also kannst ruhig tippen, CD var opt, falls es einfach da, wo du jetzt, ach so, du ich bin ja nicht nur innerhalb in den, des das ist ja, etwas, was auch möglich ist. Ich kann in den Container hinein navigieren. Das heißt also, ich kann ein Terminal in dem Container öffnen. Ja. Und da brauche ich dann natürlich entsprechende Linux-Skills, um eben in diesen, in dem TI. Container etwas auszuführen. Also TI steht jetzt für Terminal Interactive.
Und wem das jetzt zu kompliziert ist, der geht einfach auf diese Docker-Oberfläche und kann das da automatisch machen mit einem Knopfdruck, um dort einen CLI aufzumachen. Da ist, also wenn er da auf das Image da, genau, da ist das CLI. Und das macht einfach ein Terminal jetzt da auf. Und jetzt kannst du da einfach mal sagen, cd /var opt MSSQL. Und da Data. Und da liegen jetzt die MDF-Dateien mit den Standard, wie sie jeder kennt, wer schon mal mit Microsoft SQL gearbeitet, da gibt es immer so ein Master-MDF, das ist die Basisdatenbank, die immer mitgeliefert wird und wo so ein paar primäre Informationen drin sind. Und da kann ich natürlich auch prinzipiell jetzt eine eigene MDF-Datei und eine Log-Datei reinkopieren, die ich von irgendwo, zum Beispiel jetzt von uns beiden, ja, aus unserem Demo könnten wir jetzt hergehen und die vorbereitete MDF-Datei irgendwie da hinein kopieren und dann könnte man das Demo, was wir vorhin in Delphi hatten, umstellen auf entsprechend Microsoft SQL Server. Selbstverständlich ist das nicht sozusagen die performanteste Lösung. Das ist auch klar. Wer sich schon mal professionell mit Datenbanken beschäftigt hat, weiß natürlich, dass man Datenbanken, dass man da die Logdatei auf ein anderes, auf eine andere Umgebung legt, also beispielsweise auf einen SSD-Laufwerk, was ein RAID 0 oder 1 hat und dann die Datendateien liegen auf einem RAID 5 oder gar einem RAID 10 oder was auch immer, was separat liegt. Das kann man prinzipiell auch alles hier konfigurieren. Man kann sogar eigene Datencontainer erstellen. Auch das geht. Man kann Laufwerke mappen. All diese Dinge sind möglich. Das sind aber alles Feinheiten, die dann ganz konkret mit dem jeweiligen Produkt zu tun haben. Wir wollen ja jetzt hier gar nicht unbedingt Microsoft SQL Server bewerben, auch wenn es jetzt hier so aussieht. Nein, wir bekommen auch dafür kein Geld. Es ist einfach nur ein Beispiel von Hunderten oder Tausenden von Produkten, die in Docker Hub verfügbar sind, um sie eben einfach schnell ans Laufen zu kriegen. Wie die jeweils im Detail zu konfigurieren sind, dass sie optimal laufen, muss man natürlich der jeweiligen Dokumentation entnehmen. Und wie gesagt, Laufwerke mappen ist ein Standardfeature unter Docker Hub. Genauso gibt es Volume-Container, die man erstellen kann, wo also quasi Container nur Daten enthalten, um die getrennt von den eigentlichen Programmen zu halten. Also das ist auch alles möglich. Ja. Was man hier sieht, jetzt haben wir, exemplarisch nur ganz kurz, ist eine Konfigurationsdatei für die Erstellung eines Containers. So können wir es in dieser, also die Generierung von Image zu Container kann auch in einer Konfigurationsdatei, formal ist das eine Docker Compose, also Composition, warum da jetzt mit den verschiedenen Terminologien interagiert wird, keine Ahnung. Und da kann man sogar verschiedene Images innerhalb einer Applikation miteinander verbinden. Hier sieht man aber nur eine, nämlich DB, das wäre dann unser Datenbankserver. Und hier sieht man halt sehr schön die verschiedenen Parameter. Einmal das Image, wann wird das wieder restart? Das sind auch so Themen, die immer kritisiert werden. Datenbankserver muss ja immer laufen. Was passiert, wenn? Das kann man also auch alles genau spezifizieren, dass der immer wieder neu gestartet wird. Es sei denn, man hat ihn wirklich manuell gestoppt. Und hier dann auch die Environment-Variablen schön untereinander, nicht auf Kommandozeilen. Und hier sieht man das Volume, das also das Data Directory von, das ist also das Unterverzeichnis, das Data-Unterverzeichnis, wo ich praktisch den Docker-Befehl ausführe, um den Container zu generieren, dient dann halt als Datenverzeichnis für meinen Microsoft SQL Server. Also das ist alles möglich, das kann man alles problemlos konfigurieren. Und das Nächste, was der Olaf bestimmt noch sagen will, man kann natürlich auch, das ist eigentlich das, was Docker so wahnsinnig gut macht, man kann ein Image nehmen, das Standard-Image von Microsoft, und kann dann mit verschiedenen Anweisungen, da haben wir jetzt natürlich keine Zeit für die alle durchzugehen, aber Olaf und ich sind ja auch für Trainings verfügbar, kleiner Hinweis, dass man mit diesen Kommandos durchaus dann eine Variante von einem Image generieren kann, was dann schon vorkonfiguriert ist für den spezifischen Anwendungsfall, nämlich zum Beispiel diese Company-Datenbank, dass man diese Datenbank reinkopiert in das Datenverzeichnis und dann, wenn der Container hochfährt, dass dann diese Datenbank auch automatisch an
an den Datenbankserver gebunden wird. Also wer mit Git zum Beispiel arbeitet, der kennt wahrscheinlich den Fork-Befehl. Ich kann ja ein existierendes Repository forken, wie das so schön heißt. Dann basiert mein eigenes Repository auf dem ursprünglichen Repository und ich kann es dann erweitern um bestimmte eigene Funktionalitäten. Ja, und das ist dann quasi hier der das, was der Holger formuliert hat, dass ich hergehen kann, aus einem Basis-Image von Microsoft eigene Befehle dran konfigurieren, eigene Datenbank dran konfigurieren. Und dann habe ich eben so ein komplettes Image, was ich auch dann veröffentlichen kann. Also ich kann das dann problemlos veröffentlichen, weil ich diese Basis, den Microsoft-Server, den kopiere ich sozusagen nicht, sondern ich sage einfach, nimm dir den, pull den und mach meine Modifikationen da drauf. Das heißt also, ich kann das, es ist kein offizielles Redeployment, sondern es ist nur die Anweisung, nimm das Ding im Original und mach meine Modifikationen da drauf. Und das haben wir natürlich auch mal gemacht. Das ist jetzt genau das, was du da zeigen möchtest. Genau, also hier haben wir sozusagen einfach Build, Docker Build. Wir bauen also ein neues Image basierend, wie es die Beschreibung in dieser Docker-File, wie es formal heißt. Und das, was für uns eigentlich interessant ist hier, man sieht, wir basieren das Ganze auf dem 2019 Latest. Genau. Und dann hat der Olaf einige Kommandos hier. Es wird halt das Arbeitsverzeichnis auf das Datenverzeichnis gelegt. Wir kopieren Dateien von unserem System in den Container hinein. Wir verändern die Zugriffsbeschränkung, dass diese Datenbank halt auch vom Server benutzt werden kann. Und es wird dann ein Skript ausgeführt, was dann das wird natürlich nicht jetzt ausgeführt, sondern es wird ausgeführt, wenn der Container gestartet wird. Das ist der Trick bei der Sache. Hm. Und der Knackpunkt ist, dass wir hier jetzt, wenn wir den Container starten, nur noch den Port angeben müssen, weil die anderen Sachen sind ja alle schon durch das Bauen des Images gesetzt. Und wir können jetzt alles vorgegeben, genau. An dieser Stelle CodeRage, weil ich habe gesagt, der Container, den ich erstelle, den nennen wir CodeRage. Und deshalb kann ich jetzt dieses Image CodeRage von diesem Image einen Container ableiten mit dem Namen Docker Demo SQL. Und wenn ich das jetzt starte, habe ich einen neuen Container erstellt, Docker Demo SQL auf Port 1433. Und auch hier kann ich jetzt wieder die SQL Management Konsole oder das Management Studio starten und kann mich dann mit der Datenbank verbinden. Ich bin optimistisch, ich sage, dass ich das kann. Also Master Key 1, 2, 3, da habe ich, glaube ich, ein Ausrufezeichen dran gehängt. Genau. Dachte ich zumindest. Mal gucken, wie das. Das ist jetzt etwas, was man wirklich ohne Probleme nachschauen kann. In dem Docker-File steht das natürlich drin, welches Passwort ich verwendet habe. Master Key 1, 2, 3 Ausrufezeichen sollte es sein. Master Key 1, 2, 3 Ausrufezeichen. Und wenn man sich nicht vertippt, funktioniert es. Wenn man es richtig macht, funktioniert es direkt. Genau. Und wenn wir dann hier schauen. Databases. System Databases. Du warst unter Umständen zu schnell. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Das braucht immer eine Minute, bis das Ding da ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das schnell genug. Wir können auch mal in den Log gerade schauen, ob er das schon ausgeführt hat. Wenn du also in die Docker-Oberfläche kurz reingehst. Das ist jetzt quasi, wir schauen jetzt mal in den Log rein und gucken, ob da schon irgendwas passiert ist oder da unten sehe ich etwas. Da ist da wird eine Datenbank geupdatet. Das ist aber alles noch zu früh. Wir gucken mal, ob da irgendwo ein Error aufgetreten ist. Da haben wir einen Error. Was ist da? Das ist irgendwas anderes. Das war dein Fehler gerade. Was mir jetzt fehlt, ist, dass da irgendwo die Referenz auf die Company-Datenbank erwähnt wird. Die sollte eigentlich dann irgendwo auftauchen. Da ist jetzt die spannende Frage, was da jetzt gerade schiefgelaufen ist. Das hat man natürlich alles vorher getestet, aber wenn man das jetzt hier ausführt, passiert dann doch irgendwas. Da ist irgendwas möglicherweise hier, ich sehe nirgendwo etwas von dieser Company-DB, als wenn er das verschluckt hat irgendwo.
Erkunde. Müssen wir jetzt mal genauer im Detail gucken. Genau. Wir fangen einfach nochmal neu an. Lassen das Genau. Image nochmal. Da sind wir, da ist der Container. Den löschen wir. So. Gucken wir gerade mal, der hat den Copy-Befehl gemacht. Genau. Wird nochmal gebaut und jetzt ganz laufen lassen. So, jetzt Gehen gucken wir wir in uns direkt mal die. den Log an. Der braucht jetzt einen Moment, bis das alles durchläuft, weil das ganze Ding läuft hoch. Da Da sehen wir, hat es da ist die funktioniert. Company-Datenbank. Da hat Genau. sich vorher wahrscheinlich was verschluckt, was ausprobiert. Wahrscheinlich war das Image nur halb da. Das sagt uns hier übrigens ganz interessant, diese Company-DB. Die habe ich erstellt auf einem 2014, aber der ist schlau genug zu erkennen. Aha, 2014 ist doch ein paar Versionen von der 2000, was haben wir jetzt bei dir installiert? 19 haben wir da Die installiert. latest, ja. Genau, die ist doch ein paar Versionen entfernt. Deswegen macht er jetzt da so ein inkrementelles Upgrade der Datenbankstruktur. Also ganz spannend eigentlich. Ja, und jetzt, wenn wir da einen Refresh machen, dann sehen wir, da ist die Datenbank angekommen, hat also dann doch alles funktioniert. Und da ist die Table Customers, die auch irgendwie Daten haben sollte. Und jetzt ist selbstverständlich klar, dieser laufende Container kann ja natürlich jetzt mit dieser Delphi-Anwendung auch verbunden werden. Das muss man, glaube ich, jetzt nicht großartig zeigen. Das ist klar, dass das funktioniert. So, wie käme man denn jetzt an so einen vorbereiteten so ein vorbereitetes Image? Naja, man kann es pushen. Ich habe quasi, bin hergegangen und habe unter meinem Namen das Ding auf das Docker Hub gepusht und dort könnte man jetzt hergehen und das selber pullen. Oder man nimmt das Docker-File, was du gerade gezeigt hast kurz und baut sich das selber. Auch das geht, ne? Du hast es ja selber gebaut, ich habe es gepusht. Das werden wir noch angucken, da den Link werden wir im Nach Gang noch veröffentlichen, dass man das auch einfach pullen kann und sofort das Ganze läuft. Das ist, denke ich, kein Problem. Das werden wir noch machen. Also man kann quasi eigene Forks, wie man sie aus der Git-Terminologie kennt, bereitstellen, öffentlich bereitstellen oder auch privat bereitstellen. Momentan, ich habe es nur privat aktuell freigegeben. Und du siehst hier, du zeigst jetzt hier gerade mal unser eigenes GitHub, was wir verwendet haben, um das Ganze aufzubauen und da ist in dem Docker-Verzeichnis natürlich das Docker-File drin, was du verwendet hast, um das bei dir lokal selber zu bauen. Also auch das geht, da ist man also auf, wenn man im Team arbeitet, extrem flexibel, um das Ganze zu machen. Tja. Gut, ich denke, wir haben viel gesehen Datenbank. heute. Ja, wir haben eine Datenbank, eine kommerzielle große Datenbank, die, wenn man sie installiert, manchmal gefühlt eine halbe Stunde braucht zu installieren. Und sie ist unter Windows meistens immer noch nicht richtig konfiguriert. Die Express-Edition, wie gesagt, hat per Standard hat die, glaube ich, nur per Pipes und Shared Memory den Zugriff. Man kann sie also nicht über TCP/IP erreichen. Ist hier, muss man lange rumfummeln. Wer es gerne mal machen möchte, kann das mal vergleichen, wie schnell das geht jetzt hier mit Docker im Vergleich zu einer echten Installation. Ja. Viel Stoff, du hast es schon angedeutet. Garantiert auch ganz viele Fragen, wie es im Detail geht. Da können wir sicherlich viele Tage mitfüllen. Du füllst oder wir füllen, je nachdem, nein, du füllst das, füllst ein ganzes Buch mit dem ganzen Thema, wo wirklich ganz, ganz viele Informationen dann im Detail beschrieben sein werden. Das ist klar, das ist sehr, sehr viel Arbeit, das ist alles herauszuarbeiten. Deswegen bringst du das als schönes, buntes Buch. Ich nehme an, das wird es in bunt und in schwarz-weiß geben. Ja, also der Bringst Hauptgrund das mit? ist für Delphi-Entwickler. Das heißt also, was wir gerade hier gezeigt haben mit den Datenbanken, werden einige weitere Datenbanken beleuchtet, wie man dann die Container benutzen kann. Allerdings auch für die Webentwicklung, wie kann ich einen Webserver mit Docker sehr schnell starten und dann meine Webanwendung darin hosten? Wie kann ich Webservices, dafür reichte die Zeit heute einfach nicht. Also Webservices kann man natürlich auch in Docker-Containern bereitstellen. Und der Clou an der Sache ist, wenn ich dann den Webservice mit der Webanwendung zusammen in denselben Container packe, dann brauche ich den Webservice noch nicht mal für die Außenwelt erreichbar machen, sondern ich mache wirklich nur die Kommunikation zwischen Webanwendung und
Entschuldigung, zwischen Webservice und Datenbank, wenn ich die Datenbank auch in den Container reinpacke, dann brauche ich die Datenbank natürlich, oder das ist einfach unüblich, dann ist die Datenbank natürlich nicht nach außen erreichbar, aber Webservice und Webanwendung sind beide für die Außenwelt erreichbar. Das heißt also, das Deployment für Multi-Tier-Anwendungen ist dadurch sehr, sehr einfach geworden. Die einzige Hürde, aber das ist für uns Delphi-Entwickler mittlerweile keine Hürde mehr, wenn es um Serverentwicklung geht. Man kann ja auch für Linux dann die Ausgabe erstellen. Und wenn jetzt sogar noch so einfache Hilfsmittel wie dieses Subsystem in Windows zur Verfügung steht, ist es wirklich sehr, sehr einfach geworden, diese Anwendungen auch zu testen. Und es heißt ja nicht, dass wir nur noch Docker nehmen. Es gibt ja weiterhin virtuelle Maschinen für Linux und so weiter. Die Möglichkeit hat man ja weiterhin. Das ist quasi wie immer, man muss die Werkzeuge kennen, wissen, wofür sie gut sind und entsprechend einsetzen. In dem Zusammenhang vielleicht eine letzte, ja, rhetorische Frage. Kann ich denn jetzt in so einen Docker dann meine VCL-Anwendung auch mit einpacken? Das ist ja vielleicht jetzt dem einen oder anderen, liegt das vielleicht auf der Zunge, diese Frage zu stellen. Wer genau aufgepasst hat, wird die Frage wahrscheinlich selber beantworten können. Die Antwort ist relativ simpel. Die Antwort ist nein. Diese VCL-Windows-Anwendung packen wir natürlich nicht in einen Docker hinein, weil es ist natürlich Linux-basierend, da wird keine Windows-Anwendung laufen. Es gibt, ich weiß es nicht, experimentell Versuche, Docker auch quasi bereitzustellen für Windows, also innerhalb von Docker ein Windows-Betriebssystem bereitzustellen. Das, glaube ich, wird aber in der nächsten Zeit nicht wirklich relevant werden, weil Windows gar nicht diese Infrastruktur hat, so wie das bei Unix-artigen Systemen der Fall ist. Wer sich überlegt, dass Windows 10, Windows 7 und so weiter so unterschiedlich sind, dass man die nicht irgendwie so in so eine leichtgewichtige Abkapselung hineinbekommen könnte, dass man da irgendwie sinnvoll Docker als quasi als Host für eine Windows-Anwendung nutzen könnte. Also das, nein, das definitiv nicht. Docker wird ein Backend-Thema sein, Datenbanken, Webservices, Webanwendungen. Da können wir als Delphi-Entwickler wunderbar mitmischen, weil wir haben Linux als Target-System und das funktioniert auch alles schon sehr, sehr gut. Da haben wir auch schon ein paar Tests gemacht und in deinem Buch, was du dort ja gerade gezeigt hast, wird es dazu auch etwas ausführlicher zur Sache gehen. Genau. Und die ganzen, ich sag mal, zu Docker als solches für Deployment, wie man denn dann seine Container oder seine Anwendungen ins Web gibt, dazu gibt es ausreichend Literatur, die natürlich nicht in der Delphi-Welt verankert sind, sondern zu Docker allgemein. Das ist natürlich, man öffnet sich natürlich dann auch weiteren Möglichkeiten, seine Anwendungen der Welt bereitzustellen. Thema Load Balancing, High Availability. Das sind alles Möglichkeiten, die man dann hat, ohne dass man die Anwendung dann darauf, dass man mit dem Deployment so direkt was zu tun hat, wenn man es denn in einen Docker-Container einbinden kann. Genau. Ja, ich denke, für heute haben wir eine Menge erzählt. Dem einen oder anderen raucht vielleicht der Kopf. Der eine oder andere wird sagen, alles Blödsinn brauche ich nicht, ist völlig in Ordnung. Der eine oder andere wird sagen, super, vielleicht die eine oder andere Information gefunden, die noch gefehlt hat, um da jetzt mal loslegen zu können. Über Feedback, konstruktive Kritik freuen wir uns natürlich auf jeden Fall. Und wir haben das jetzt, wie gesagt, vorproduziert. Ja, im Anschluss an das Video werden wir voraussichtlich beide auch dann noch für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung stehen. Alles klar. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis bald. Bis bald.